sich selbst auf die Bildschirm. Nee, das war nicht wahr, das hatte ich gerade zuerst. Boah, ich bin heute heiser und hab Schleim im Hals. Face vergessen. Kann eigentlich nicht sein. Ausgeschalten. Hört man nicht. Easy Face, ach Mann, wo bist du denn? Eine gibt's gefunden, ja genau, mich auch.
wieso? Erstmal, keine Ahnung, warum jetzt nur das ist. Wollte eigentlich das... Dann müsste eigentlich dieses Spiel und so, ne? Warum Seaface jetzt im Vordergrund ist. Und es war eigentlich ausgeschaltet und man sieht es trotzdem. Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung? Jessie Maus VT geht nicht. Nicht verfügbar. Meine Güte. So, auch hier wieder entmuten. Hallöchen zusammen.
Tut mir leid für die Verspätung und wegen den technischen Schwierigkeiten wieder mal, weil irgendwas sich wieder umgestellt hatte und nicht so funktioniert hat, wie es eigentlich sollte. Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr habt einen schönen Mittwoch. Ja, naja, wegen den Schwierigkeiten jetzt so, lala. Lala, aber wird wieder besser, wenn wir zusammen spielen. Heute spielen wir nämlich wieder mit. Na, wo haben wir? Wo bist denn? Ich muss einmal kurz runterrutschen im Discord. Mit Gummibärchen und Dom und die warten schon ganz sehnsüchtig auf uns. Ne, auf mich. So. Ja. Ja, na klar. Also mit Knoblauch Hi. und mit Pfeffer, die sind gar nicht so schlecht, aber. Guck mal, wir reden über Käse, da kommt die Maus. Was? Ja. Miep, Lol, miep. das passt ja. Hallo. Ja, Hallo. ich hatte leider technische Schwierigkeiten. Ich weiß auch nicht. Kein Irgendwas Problem. hat er wieder umgestellt. Ohne Uns sind das mein Themen nicht ausgegangen. Einverständnis. Ja. Uns sind die Themen nicht ausgegangen. Das ist Nee. gut. Ja, wir haben ja über Käse geredet. Wir könnten jetzt noch 3 Stunden weiter über Käse reden. Ja, von mir aus gerne. Ich mag Könnt Käse. noch mal von vorne anfangen, ja? Ich höre zu. Ja, wir hatten gerade das Thema, dass man ja kein sterbendes Gestrüpp verschenken soll, sondern lieber Käseräder. Ja. Wäre ich Es auch gibt ja auch dafür. kleine Käseräder. Aber ich glaube, also nicht alle, aber doch die eine oder andere Frau würde sich tatsächlich mehr über ein Käserad freuen, also über ein kleines, als über einen Blumenstrauß. Nee, ist schon so mit 40 cm Durchmesser, oder? Also, wenn dann schon Also richtig. mindestens. Der würde dann vielleicht auch Gummibärchen. tatsächlich 2, 3 Wochen halten und länger jedenfalls als der Blumenstrauß. Hast du schon gehostet? Ich habe noch nichts gemacht. Ich warte hier einfach sehr geduldig auf euer Erscheinen. Graf Neko hat ja auch noch nichts gesagt. Ich habe nur Hallo gesagt. Hallo, Oh, nee, habe ich nicht Anthony, geht's bewusst nicht so wahrgenommen. gut? Gute Anthony, geht's nicht so Besserung, gut. Anthony. Ich hoffe, dir geht's bald wieder besser. Ja, Falls ihr Moment, eine ich. Tasse hört, ich habe mir Tee gemacht. Alles klar. So, ich hoste. Bitte hosten Sie jetzt. Zitronentee. Bitte Italienischer hosten Sie jetzt Zitronentee. Zitronentee. Schatz, ich habe dir was mitgebracht. Blumen? Nein, Käserad. Ach so. Ja, oder wer. Oh, du hast gar keine Ahnung, wie begeistert ich da wäre. Würde Springe in die Luft. Gummibärchen große Augen machen. Vielleicht würde ich Und die mich dann Augen würden umbenennen in. funkeln. Ja, ich benenne mich dann um in Käsebärchen. Käsebaronin. Hallo Kunigunde, in einer Woche halten wir das Stardew Valley Volksfest ab. Okay, Es mach ist die dir einen Tee, größte Anthony. Veranstaltung des Jahres, die Leute vom ganzen Land her in unser bescheidenes Städtchen lockt. Du kannst deinen eigenen Hof dort präsentieren, wenn du willst. Bring einfach bis zu 9 Gegenstände mit, die Mensch. am besten deine Talente widerspiegeln. Du wirst für die Qualität und Vielfältigkeit deiner Auslage bewertet. Das Fest beginnt um 9 Uhr. Verpasse es nicht. Aber nächste Was? Woche erst, nicht jetzt. Was? Das sagen die eine Woche vorher. Das sagen die eine Woche vorher. Und dann sagen sie nochmal am Tag davor Bescheid. Glaube ich. Wo ist das Glaube ich, denn? mich zu erinnern. Gehst du hier mal? Kannst du mal? Danke. Ich muss mich erstmal an die Steuerung jetzt wieder gewöhnen. Ach, da ist es. Ich muss das was kleiner ziehen, Ach so, du sonst. hast ja schon. Mann, der ist so gut, der Typ. Welcher Typ? Oder? Soll Na ich das. du. Nee, ich Du lasse es doch Anthony. groß. Aber dafür mache ich euch ein wenig kleiner. Was? Was? Da bin ich ja größer als ihr. Das geht ja mal gar nicht. Das wäre sehr unrealistisch. Ich mache mich gleich auch noch kleiner, keine Sorge. Irgendwas So wollten wir noch passt's. bauen, ne? Was wollten wir da hinbauen, wo jetzt frei ist? So, du und Nico knuddelt. Okay. Also, wenn ich Hallo mich Nico, richtig komm knuddeln. erinnere. Ach, richtig, die Dings, da habe ich ja auch extra noch Zeugs und so. Ja, hoch.
Nein, ich will es nicht essen. Ich möchte das gerne einsammeln. Die Obelixe. Obelixe? Obelixe? Obelixe. So, ganz, ganz. Ich habe heute ein Bild gesehen. Ich habe heute ein Bild gesehen, da hat tatsächlich ein die Erdmännchen. Dieser Affe. Ach nee, das ist ja wieder gar nicht. Entschuldigung, ich habe jetzt gerade zwei Trickfilme durcheinander gebracht. Ich habe gerade Hakuna Makaka. Habe ich gerade. Hakuna Matata heißt das. Genau. Habe ich gerade zusammengemischt mit König der Löwen. Ach so. Nein, das ist doch das Gleiche. Verwechselt mit Wackel mit die Hufte. Ah, so, Madagaskar. Genau. Wackel mit die Hufte. Die habe ich Hufte, Baby. Weil das war nämlich, das war ein Bild, da war ein recht junges Wildschwein zu sehen und das hat mit einem, wie heißt dieser Affe da, Wackel mit die Hufte? Lemur. Lemur, genau. Und der Lemur hat mit dem Wildschweinferkel gekuschelt. Weil der, also wäre das, ich weiß gar nicht, was ist denn der Dings da für ein, der normalerweise mit dem kuschelt? Kupschelt. Haben wir noch genug? Aha. Wie kriege ich jetzt hier mein Inventar auf? Da. Okay. Genau. Vier Blumen. Wir haben noch Platz. Blumen, ich habe auch, ich ernte gerade ganz viele Blumen. Wir haben noch Platz für Blumen. Ich habe auch einiges weggeerntet. Falls. Wir brauchen Herbst. Wir sind im Herbst. Was gibt es denn im Herbst für Blumen? Außer Sonnenblumen. Oh, Feensaat wächst im Herbst. Da haben wir auch das Menschen. Ist gut. Feen? Oh, wollte ich eigentlich auch nicht, da ist nicht so schlimm. So. Die Sonnenblumen können ja so bleiben, ne? Ja. Ja, ich bin ein bisschen aufgedreht heute. Das könnte vielleicht ein bisschen anstrengend werden für euch. Quatsch. Nein, ganz im Gegenteil. Ich mach das. Deswegen ich ja immer diese Schwierigkeiten habe. Also ich habe ja generell so ein bisschen Wortfindungsschwierigkeiten. Aber wenn ich ein bisschen überdreht bin, das kennen wir, glaube ich. Und wenn ich überdreht bin, ist das halt nochmal ein Zacken schärfer. Dann kommen eben Hakuna Makaka da. Ja, dann haben wir was zum Lachen. Ist doch schön. So, jetzt habe ich ganz viel Krams. Da ist der Wein und hier ist das. Der nicht Wein. Der ist ganz schön voll. Wie war das bei Deadpool? Hakuna Yotata. Ach, stimmt, ich habe was vergessen zu erwähnen. Ja. Ups, das wollt ihr am Anfang des Streams machen? Naja, dann mache ich es halt jetzt. Ich habe einen neuen PC. Jetzt ist es offiziell. Ich habe mir extra einen neuen PC gekauft, weil mit dem alten konnte ich einfach nicht mehr gut streamen und auch nicht viel bieten an Streams. Deswegen habe ich mir dann jetzt einen neuen PC gegönnt, den mir Neko netterweise vorgestrickt hat, also das meiste vom Geld. Und ja, einfach, dass ich euch besseren Content und so bieten kann. Jetzt wird Cassie meine Konkurrentin und wir dürfen uns leider nicht mehr mögen. Hä? Ja, das ist ein Naturgesetz. Ja, ja, eben. Was habe ich jetzt? Was hab ich, was? Das ist ein Witz. Was habe ich? Das ist, nein. Nein, das ist ein Witz. Weil meistens ist es ja so, wenn Freundinnen was gemeinsam, also generell zwei Personen fangen irgendwas gemeinsam an oder die verstehen sich sehr gut. Jetzt fängt die eine an, jetzt in dem Beispiel fängt die andere an auch zu streamen. Aber nicht so regelmäßig und nicht so häufig. Jetzt. Ne, mit neuem PC, mehr bieten, mehr ne, und Ding. Und jetzt das Grundgesetz bei allen so Sachen ist halt immer, dass dann die beiden sich immer zerstreiten, weil die hat ja nicht mehr so viel Zeit. Und das, ne, das nervt die andere nervt das und bla bla bla. Als das stimmt doch gar nicht. Mach nicht mehr als drei Streams die Woche. Jessi, das ist auch ein Spaß. Ein Späßle. Ich bin ja immer noch Mod bei dir, also muss ich auch regelmäßig da sein. Die Frau muss man einfach nur lieben, oder? Ja. Jo. Katze. Katze versperrt den Weg.
So, ich habe jetzt ganz viele Sonnenblumenkörner. Nee, warte, falscher Knopf da. Sonnenblumensaat, 8 Tage haben wir locker noch, ne? 8 Tage. Ich weiß irgendwie gar nicht, was ich mit dem Tag machen soll. Ja, du kannst ja mal auf den Kalender gucken, ob wir unseren Geburtstag mal wieder verpassen. Da. Nö. Erst übermorgen, da hat Jodie Geburtstag. Okay. Also übermorgen wäre tendenziell ein Geburtstag, den wir vergessen könnten. Okay. Kaffee. Sonnenblumenkern habe ich noch. Ich wollte Kaffee. Damit ich auch so aufgedreht werde. Das läuft ein bisschen alles klar. Was? Willkommen zurück, Anthony. Was? Was? Was, was, was? Was? Hä? Was? Wie bitte? What you said? What she said? Ja. Ein bisschen rumgießen. Oh. Achso, dann könnten wir eigentlich gleich... So, wir machen jetzt hier ein paar Samen draus. Aus den und den machen wir jetzt, obwohl so viel brauchen wir eigentlich gar nicht, machen wir ein paar Saaten. Ups, nein, ich will es gar nicht essen. Ja, hat die Telefon, alles klar. Hallo Xanoni. Xanoni hat sich nicht gut erholt von dem Telefon. Das ist anscheinend eine ganz, ganz schlimme Krankheit. Und eine chronische schlimme Krankheit. Was? Ein Telefon? Hä? Ja. So klang das gerade. Ich hatte Telefon. Ja, aber dann ist sie zum Arzt gegangen. Und seitdem geht es ihr besser. Ja. Und das Gras wird wieder ein bisschen Mangelware. Und die Tiere drehen wieder durch. Tun sie ja öfter mal. Ja, das tun sie gelegentlich. Ganz gerne mal. Die sind halt so wie wir. Nicht genau. Mehr ganz Mischugge. So, oh ja, vielleicht sollten wir wieder mal wechseln. Siehst du das? Ja, und, wir müssen mehr Bau anpflanzen. Hier. An Gras. Ja, ich mach gerade ein paar Grasbündel. So, ich mache hier schon mal die Stelle zu. Und die andere Stelle auch. Nur nicht beim Gras anbauen erwischen lassen. Sonst gibt's Ärger. Mit wem? Hanf darf man doch sowieso anbauen. Aber nach Möglichkeit, ich glaube nur die männlichen, ne? Die männlichen Pflanzen darf man anbauen. Oder die weiblichen? Nee, ich glaube die männlichen. Frag dich was Leichteres. Wann trifft der hellische Komet das nächste Mal ein? Irgendwie Ende des Jahrhunderts jetzt dann wieder, glaube ich, ne? Dieses Jahrhunderts? Mhm. Das ist aber gar nicht so bald. Ja, das ist noch in weiter, weiter Zukunft. Aber irgendwo am Ende des Jahrhunderts auf jeden Fall kommt er wieder. Das ist also tatsächlich für dich eine leichtere Frage. Wer hätte das gedacht? Ja, neulich im Star Trek Podcast hatten die es darüber, dass der Hallo. Ja, weil. weil da ging es darum, dass ja Mark Twain ist ja während der Hallische Komet vorbeiflog, geboren und gestorben, während er vorbeiflog. Und deswegen hatten sie es. Und dann haben die beiden Podcasts gesagt: Ja, wenn der vorbeikommt, dann bist du. Da bin ich, ja, da bin ich 75 und du, ja, gerade mal 60. Ach ja, Moment. Hat sich bei mir eingebrannt. Fehlt ja noch was? Fehlt was? Wenn ihr wissen wollt, von wem ich den sehe, mache ich mal eben einen Shoutout einfach, auch wenn er gerade nicht hier ist, glaube ich. Wissen tue ich es nicht, ich glaube. Kommt alle 35,3 Jahre, 75,3 Jahre wieder. Ach, wieso geht das jetzt nicht? Für 2061 berechnet.
Na, also. Da muss es funktionieren. Dumm, dumm, dumm. Wie viel brauchen wir jetzt eigentlich? 1, 2, 3, 5. Aber es ist jetzt einfach auf diese Weise. Ein Command kommt auch noch. Hatte ich jetzt einfach nicht so die Zeit dazu. Oh, ist das ja schon wieder so spät, ne? Das ist ja schon wieder so spät. Ups. Tam, 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 tam. Na gut. Nein! Danke! Hm? Wurdest du wieder beschenkt? Oh, ab ins Bett, ja, mit Keksen. Kekse? Hast du Kekse? Ja, also, Kekse. Ich habe mir heute Kekse gekauft. Hast du dir Kekse gekauft? Hast du euch drüber nachgedacht? Boah, wir haben so oft über Kekse geredet. Ich brauche jetzt Kekse. Und da ich sie nicht selber machen kann, also ich habe es zumindest noch nicht probiert, deswegen glaube ich nicht, dass das erste Mal direkt gut wird. Wer das erste Mal ist... gekauft. Ja, aber ich kenne ziemlich nette Keksrezepte. Nur habe ich momentan halt echt nicht den Drive dazu. Ja. Ich wollte auch schon längst gebacken haben, aber seit Wochen. Ja, normalerweise verschicke ich in den Wochen vor Weihnachten immer ganz viel Kekse. Ja, ich gucke, dass ich bis 2 Uhr im Bett bin. Ja, das wäre hilfreich. Ich habe einen Stab. Ja, Cassie hat einen Stab. Du wolltest. Und sie weiß, ihn zu benutzen. Ja, ich weiß, mit ihm umzugehen. Ich habe mehrere Stäbe. Ach. Verschiedene also, wer jetzt falsch Formen. Denkt, ist nicht mein Problem. Mhm. Ja, Essstäbchen kommt wohl nur mal enttarnen. Mhm. Ja, ach, wenn man davon ausgeht, habe ich auch ein paar Stäbchen, ja. Stäbe. Was haben wir denn jetzt hiervon haben wir am meisten? Ne? Was ist denn das Schönes? Ach so, ja genau. Gilly Royal beinahe schon. Sie hat einen Hex-Hex-Stab. Ja, ich auch. Hex-Hex. Ja. So ist das, ne? Man nimmt sich das Backen immer vor und dann kommt doch irgendwas dazwischen oder man hat keine Motivation. Ja. Wo ich immer abends hier sitze und denke, oh, jetzt hätte ich gerne das und das, was ich mir eigentlich vorgenommen hatte zu machen. Mm. Geh weg mit deinen Keksen. Für morgen Vormittag habe ich mir theoretisch vorgenommen, wieder mal Gummibärchen zu machen. Weil auf die habe ich auch schon voll Bock wieder. Ja komm, frag nochmal. Was? Hä? Was? Du hast... Ja. So viel Mühe gegeben, die aus dem Müll zu fischen, wäre schade, wenn Müll. Die dann anderen... Ja. Müllkekse. Weg damit. Hier. Mal gucken, wer sie erwischt. Wer die falschen aus dem Kühlschrank holt. Nutella. Okay. Kekse aus dem Müll. Viel zu viel überessen und ich bin nicht schuld. Man kann nie zu viel überessen. Da ist was drin, was da nicht rein soll. Was? Die Weintraube, die wird verweint. Die Weintraube wird verweint, ja. Ich, jetzt. Brauchten wir noch eine kleine Ziegenmilch zu verkaufen eigentlich? Müssen wir gleich nochmal gucken. Ich weiß es gerade nicht auswendig. Also bei mir fehlt auf jeden Fall noch eine kleine Kuhmilch. Aber die hat man doch. Kleine Ziegenmilch hat man. Okay. Eine kleine Kuhmilch? Ja, richtig, kleine Ziegenmilch brauchen wir nicht mehr. Kleine Kuhmilch ist das einzige mit dem Rhabarber, was mir jetzt noch fehlt. Man kann auch die kleinen Dinger noch mal vergrößern. Frucht, ne? Fehlt auch noch. Und die letzten beiden Dinger. Wo ist denn die Kuhmilch?
erste Seite. Ach da, okay. Ja, da, das zwischen Grünkohl und Melone fehlt ja auch noch. Also mir jedenfalls. Und ich glaube nicht, dass ihr viel ohne mich gespielt habt. Ja, zwischen Grünkohl und Melone, das ist der Rhabarber. Den haben wir ja jetzt hier ja, richtig, auch in ja, das wir, richtig, da war ja was. Rhabarber. Oh, ich esse voll gerne Rhabarberkompott und Rhabarberkuchen und Rhabarber. Ach ja, Rhabarberkuchen. Der Herbst ist da. So. Wo machen wir denn die Blümchen hin? Da sind die Blümchen, okay. Radieschen, wann wachsen die eigentlich? Ach da, schon gefunden. Passt das damit rein? Ja. Very good. Very good. So. Was, wir brauchen Venusmuscheln. Ich reite mal zum Strand. Nico hat das Tor von den Tieren malträtiert. Malträtiert? So, mit dem Pferd durchs Beet ist mal eine richtig gute Entscheidung, im Realen jedenfalls. Wir brauchen ein paar Venusmuscheln, kann ich mich erinnern. Oh, Brombeeren sehe ich. Brom. Ich bin schon Mensch am Sammeln. Sehr gut. Brumms. Ah. Fällt gerade auf. Ich brauche das Ladekabel vom Headset jetzt nicht mehr. So. Ja, ich finde Zeugs, aber nicht Venusmuscheln. Wir sollen die ganzen Trüffel essen, sage mal. Ah, keiner, die sollen vermanscht werden. Ausgepresst. Wir haben übrigens gestern Trüffel probiert. Wir wissen jetzt trotzdem noch nicht, wie Trüffel schmecken. Was, wieso, ey? Das war halt nur ganz wenig. Es war so geraspelter Trüffel so obendrauf. So. Ja. Halt ganz wenig. Da merkst du. Eigentlich hat der. Ja, aber ich glaube, es ist auch ein Unterschied jetzt, ob der schwarzen Trüffel oder ich weiß nicht, was für Farben es noch gibt. Rot oder weiß oder irgendwas. Dunkelbunt. Dunkelbunt. Dunkelbunt metallic. Mhm. Also ich kann sagen, Trüffel in der Leberwurst schmeckt besser. Also Trüffel in Käse schmeckt mir definitiv nicht. Das habe ich noch nicht probiert. Gibt es gelegentlich bei Aldi oder sowas irgendwie. Und dann habe ich den da vor längerer Zeit mal gekostet und. Erdbeerkäse. Genau. Wer kommt denn auf so eine Mischung? Ernsthaft? Leute mit Geschmacksverirrung. Schwangere wahrscheinlich. Aber, was muss sagen, in Erdbeerkäse sind Vitamine drin. Ich erinnere mich auch daran, ja. Erdbeerkäse, Vitamine. Aber ich glaube, das meiste davon war sowieso gestellt, ne? Das ist jetzt nicht so, dass das echte, also klar waren es echte Menschen, aber nicht. Denen wurde teilweise vorgesagt, was sie sagen sollen. Ja, genau. Die haben eine Rolle quasi zugewiesen bekommen und diese sollten sie spielen. Genau, entweder du spielst die gute Frau oder du spielst eben die doofe Frau. Ja. So, guten Tag. Saugt die das Holz weg? Ich werde irre. Läuft die vorbei, macht einmal und saugt das Holz weg. Ich werd nicht mehr. Ja. Hey, ruf mal einer. Wie so ein Staubsauger. Braucht jemand Holz? Ich hab hier gerade zufällig welches. Mit der Parole niemals ein Loot-Spiel spielen. Dann kommt ihr vorbei. Zack, weg. Oh,
hohe Loot. Schneller als das Licht. Ja, das denke ich auch, Neun Auge. Das ist ja schon seit Tagen. Und eigentlich, wenn es nach mir ginge, wäre er heute zum Arzt gegangen. Aber es geht ja nicht nach mir. Schwindig ist echt immer so eine Sache. Das kann halt wirklich böse enden. Mit Lohrentzündung kann es sein, dann noch andere Dinge. Ja, alles, was mit dem Gehirn und Gleichgewichtssinn zu tun hat. Also alle, ja, alles mit den Ohren. Mittelohrentzündung und solche schönen Dinge und ja, im Hirn und so. Mhm. Also es ist ja nicht grundlos da. Es ist ja nicht so, dass das Gehirn sich denkt, ach Mensch, uns geht's ja schon so lange so gut, wir ändern das mal. Mhm. Oh, mir ist langweilig. Komm. Genau. Wir hatten schon lange keine richtig schlimme Krankheit mehr. Hi Lucky Luke. Wie welches Jahr? Welches Jahr haben wir? Ich weiß es gar nicht. Glaube ich. Ich glaube ja, fünfte könnte sein. Also zurzeit haben wir 2022. Zurzeit. Wie vielte Jahr spielen wir jetzt? Vor allem, welches Jahr? Kein Hai, kein sonst irgendwas, alles. Mhm. Warte, warte, da findet es Loot. Warte. Mist, zu langsam. Knecht. Finde ich super, dass bei mir Knecht steht. Knecht? Ja, bei mir steht Knecht. Ruprecht? Nö, nur Knecht. Hm. Wenn ich da drauf bin, steht da doch mal ein Knecht. Knecht. Wo steht Knecht? Wenn ich Escape drücke und auf meine Fähigkeiten gehe, dann steht da mein Name und dann steht da Knecht unten drunter. In meinem Bildschirm hier. Und unten drunter sind diese Edelsteinchen. Von diesem Typen mit dem. Danke für den Follow, Lucky Luke, und willkommen bei den Gummibärchen. Entschuldige bitte, ich musste dir da gerade drüber hinwegreden. Über was? Ich hab doch nichts mehr gesagt. Doch, ich hab den letzten Satz habe ich dir weggeschnitten. Weggesaugt. Also weggesaugt. So. Wie ich das halt so mit Loot mache. Ich habe ja nur erwähnt, dass unter diesem Knecht noch diese Währung von diesem Q-Typen ist. Ah. Mhm. Aber wenn ich auf Escape gehe, dann steht da nur Knuddelhof und Kunigunde und. Du musst auf Fähigkeiten gehen. Fähigkeiten. Da, wo dein Gesicht ist, der Unterpunkt. Ich bin ein Farmmädchen. Aha. Habe ich nur den Eindruck, dass Nico heute auch interessanter. Interessanterweise bin ich Viehzüchter. Wie kommst denn du dazu? Ich habe keine Ahnung. Ha. Okay, dann haben wir jedenfalls Milchmädchen. Wir haben Knecht Ruprecht. Mal gucken. Wir haben Lucky Luke. Lucky Luke ist jetzt auch ganz neu. Wir könnten ja, wir müssen sowieso beim nächsten Tier, wissen wir dann, wie wir es nennen, ne? So, warte, ich rücke ein bisschen. Wollt ihr nicht noch was bauen? Nee, die nächsten zwei Tiere wissen wir, wie dafür brauche ich nennen. Dafür brauche ich doch mehr, mehr Zeug. Also mehr Zeug, genau, ich brauche mehr Zeug. Venusmuscheln. Achso, Venusmuscheln. Venusmuscheln. Hatten wir die Aufgabe, Stufe 100 vom von der Schädelhöhle zu erreichen, die schon geschafft? Ja. Nein. Nicht alle. Ich glaube, also ich hatte es auf jeden Fall geschafft. Ja, die kann ich bei Mr. Key jetzt nochmal holen. Also ja, ich erreiche die Ebene 100. Die habe ich noch, die ist bei mir noch offen. Ich habe hier erreiche Ebene 25. Ist ja schade, dass man sein Pferd nicht rufen kann. Guten Tag, Marab. Hi, wie geht's dir? Pferd, komm her. Hallo, Marab. Hallöchen, Marab. Ja, so wie bei Zelda halt, dass du dein
oder bei The Witcher. Okay. Und dann landet's im Baum. So going to your Witcher. All valley of plenty. Diese Spawnfehler sind toll, die sind einfach super. Ja, ja. Mir geht's gut, das freut mich, Marab. Wow. Mich auch. Mich freut's immer, wenn ich von Leuten höre, dass es denen gut geht. Ja. Egal, wie es mir dabei geht. Ich habe das Gefühl, mir geht es immer ein bisschen besser, wenn jemand sagt, dass es ihm gut geht. Ja, mir auch. So, eigentlich wollte ich hier noch Dinge versaften oder so. Wo haben wir denn Miesmuscheln? Haben wir nicht also irgendwo? Das Pferdenavi. Ja, Pferde haben Herzmuschel. Navi. Ach, da sind wir. Ist doch. Pferde haben Navi. Pferde haben Navi. Das ist ganz einfach. Also für eine Miesmuschel musst du eigentlich nur irgendeine Muschel in die Hand nehmen und sie total anschnauzen. Dann gehst du in Mies. Ah, ja, nee, ist klar. Nee, Venusmuscheln. Wir brauchen mehr Venusmuscheln. Und jetzt habe ich wieder irgendwas weggepackt, was wir... Ach so, ja, genau. Wir brauchen ja hier Dings. So, 10 davon. Nein. Noch ein Navi. Genau. So, es ist 12:30 morgens. Was? Die anderen liegen schon im Bett. Ja, die wärmen ja auch das Bett vor. Ach, ich habe übrigens... Oder dass ich alleine auf der Insel bin. Ich habe übrigens für jemanden was mitgebracht. Ich pack das mal hier in die Truhe. Für jemanden? Ja, wer will. Okay. Was zum Anziehen. Vielleicht so ein Hula-Röckchen oder so passt Dom bestimmt hervorragend. Mhm. Mhm. Ich habe ja auch zu bieten, ja. Ist aber, glaube ich, auf der Insel. Ich habe auch einen, glaube ich, schon einen Hula-Rock. Ja, aber von wem Dom hat noch keinen. Geschenk gekriegt habt. Das weiß ich auch nicht mehr. Vom Weihnachtsmann wahrscheinlich. So coin to your witcher, our valley of plenty, your valley of plenty, yo. Katzi! Es regnet. Es regnet. Ja, dann müssen wir heute gar nicht gießen. Bisschen größer machen. Warte mal, ich muss kurz Dinge tun. Ja, mach mal Dinge. Ich habe jetzt hier ein paar Süßkartoffeln. Damit man mehr von meinem Gesicht sieht. Ups, das ist, kann man nicht ernten, okay. Quack. Quack? Quack. Bisschen mehr noch. Schnatter. Genau. Schnatter. Ja. Ich glaube, so passt. Ne, warte, mein Herz ist drauf. So. Ja. Du, die, du, die, du. So geht's. Und? Oh, wir kriegen eine Perle. Habt ihr reingeguckt? Nein, habe ich vergessen, ganz ernsthaft. Ich bin sehr vergesslich, also von einer Minute auf die nächste. Aber ich gehe jetzt noch mal rein, warte mal, genau. Ich gehe jetzt sofort hin und gucke. Ich bin, in, was vieles angeht, einfach nicht habgierig genug. So, was haben wir denn hier Schönes? Ohrenschützer, das ist ja süß. Aber ich habe gar keine Jahreszeit. Genau, aber die ist ja noch nicht. Oh, ich dachte, das war die Babyhaube. Nee. Hm? Ja, die war ja, erst die war ja vorher schon. War vorher. Ich bin schon ein bisschen irritiert, aber dann sah ich den Ohrenschützer. Ich lasse jetzt da. Hallo, hat da gerade einer laut rumgerülpst? Nein. Nee. Okay. Aber dann, ich habe mich geräuspert. Ach so. Keine Ahnung, es hörte sich für mich gerade wie so ein Rülpser an. Ich nach wie vor verschnupft und erkältet bin. Oje. Und ich muss trotzdem arbeiten gehen. Ja, die Angst vor Corona ist so ein bisschen vorbei. Jetzt muss man wieder arbeiten gehen mit einer Erkältung. Ja, das merkst du zum Beispiel im Phantasialand. Ja gut, da war ich schon was länger nicht mehr. Da merkst du nichts von. Dass es noch Corona gibt. Dass ja. Das Corona war und auch immer noch ist. Gut, das Corona war, merkt man da, dass kaum Leute da sind.
Ja, gut, aber das fand ich schön. Das fand ich echt ganz angenehm. Dass es da nicht so überfüllt war und vor allen Dingen du schnell an den Schlangen, also nicht lange anstehen musstest. Vor allem dann so ab 19 Uhr. Das war halt echt so, ja, 5 Minuten Wartezeit, das war so Standard. Ja, nicht nur das. War das bei welcher? Ja, was meinst du denn? Bei irgendeiner Achterbahn. Ja. Ich könnte direkt sitzen bleiben. Okay. Ja, das hätte ich bei der Colorado vielleicht auch gekonnt. Aber ich habe es nicht gemacht. Zweimal direkt hintereinander. Moment, Kirche. Jetzt höre ich euch wieder. Hallo. Hallöchen, Rangel-Rudi. Jetzt bin ich vom Server geflogen. Nein, warum tust was du sowas? Was ein Timing. Ja. Ja, da bist du glatt vom Stuhl gekippt, ne? Mit deinem Musik. Bruder, okay. Du hast mit deinem Bruder gespielt und dann habt ihr das Multiplayer kaputt gemacht. Okay. Also Leute, kriegen jetzt Sachen. Wie geht's dir, Rangel-Rudi? Und ja, wir sind in Jahr 5. Jetzt siehst du das gerade nochmal, ne, beim frisch Einloggen. Ja. Habt ihr das Pony, das um es noch eine mal zu erwähnen, echt Rena genannt? Das wollte ich fragen. Kann sein. Nochmal zu erwähnen, der Rangel-Rudi, der jetzt gerade reingekommen ist, ist der, von dem ich den PC, also der mir den zusammengestellt hat. Wie kann man denn erkennen? Also wir haben es zusammengestellt, so, aber er hat ihn zusammengebaut. Nee, ich glaube, die Pferde haben keinen Namen. Nee, nee. Also schon, aber sind ja nicht relevant. Deswegen siehst du es, glaube ich, nur, wenn du... irgendwie... Okay, keine Ahnung. Also den Namen der Katze, also sehe ich bei hilft mir nicht. Im Profil. Nee, Gießen hilft nicht. Einen auch nicht. Ich wollte das schon ausprobieren. Ah, du gehst aufs Pferd drauf und dann in dein Inventar. Und dann steht das unten rechts. Neben der Katze steht es. Garfield heißt die Katze. Mhm. Ja, und das Pferd hier ist Ferdinand. Ja. Aber hier steht kein neben dem Garfield steht hier nichts. Dann haben wir denen keinen Namen gegeben. Hier steht auch Ferdinand. Das zweite Pferd ist Ponita. Das ist ja mein Pferd. Das habe ich ja da geholt. Steht kein Name, dann ja, aber das man steht das nur auch, bei dir. Bei mir steht ja, da auch Ferdinand. Es steht immer nur der Name von dem Pferd, das dir gehört. Achso. Okay. Stimmt, es steht auch so im Inventar. Ich schau mal her. Oh, Mikonik ist auch da. Warte mal. Warte. Hallo, wie geht's dir? Meine Ausdauer war leer und ich konnte nicht schlafen. Ich hab auch also du kannst doch auch mit leerer Ausdauer latschen. Die ist halt nur viel, viel langsamer. Sehr nette Person. Und sehr comfy. Doppel-Shoutout für Andi. Ich glaube, wir haben irgendein Tier in der Hand. Ich weiß nur nicht, welches. War ganz leer. Weiß ich auch nicht. Und da, Rena. Den dürfen die meisten schon kennen. Einer der Strauße heißt Rena. Dann brauchen wir noch einen Strauß, den wir Macker nennen. Und Rena sieht pfleglich aus. Also wir behandeln dich sehr pfleglich. Dann müssen wir einen Strauß verkaufen. Wie geht's denn lange? Der Stall ist voll.
Ja. Nicht so viel. Was willst du verkaufen? Ich sag, falls wir noch einen Strauß ausbrüten und es Macker heißen soll, müssen wir ja einen Strauß oder ein Schwein verkaufen, damit Platz ist, damit das, was schon fertig gebrütet ist, auch ausschlüpfen kann. Macker? Ja. Nico. Macker und Rena. Hey, Macarena. Auch wenn ich jetzt gerade komme. Nee, oh Gott. Auch wenn ich jetzt gerade komme. Nein. So nicht. Nein. So ist doch nicht. Nein. Stimmt, einfach ist nein. Wieder doof, sonst müssen wir den dritten Strauß noch nennen. Ja, genau. Und dann Macker und dann Rena. Genau. Und dann Ei. Melonenwein. Wünsch dir trotzdem. Da hinten an den Bärenstrauch nicht mehr ran, wegen der. Ach, Anthony. Blitzableiter. Hat die Grippe. Nein, so Ohrwurm, ja genau. Oh. Dann nochmal von der gute Besserung. So, haben wir hier noch. Letztes ich renne hier wieder völlig ziellos rum. Ach, warte ja, mal, da ist er noch. Willkommen im Club. Schlag ein, warte. Von der Erde. Wie kann das nochmal mit den Smileys machen? Das weiß ich auch immer nicht. Da. Nee. Y. Jo. Ja. Warte, wo? Hä? Ich hab das hier nicht. Was mal, da gibt es doch noch mehr, oder? Ich habe das. Nur die. Was ist das denn dann? Das? Ah, das ist Daumen hoch. Genau, und das ist Daumen runter. Wenn du Y drückst und auf einen davon gehst und dann linke rechte Maustaste, dann kannst du wechseln. Spielen? Was? Rechte. Ah. Wechseln wir das mal. Ne, warte, Lachen hatte ich schon. So, nein heißt traurig Pause. Na gut. Ich glaube, wir sollten. Achso, ist erst 19:50. Das Gefühl, das ist voll spät. Ja. Bis dann. Schönen Abend noch. Und schön, dass du kurz da warst. Viel Spaß bei was auch immer du tust, Rudi. Ja, ich muss ja genau, ich wollte ja, wir müssen das machen, damit wir diese Säulen überhaupt kaufen können. Deswegen müssen wir nochmal in die 100. Ich Ebene, nee, also ich hab's nicht mehr als Mission. Nee, da brauchtest du die Quest, die du vom Zauberer kriegst. Sind das schon wieder Bären? Die hatte ich doch erst. Muss ich jedes Mal das hier wieder wegbauen, damit ich da. Ja, das wächst halt zweimal oder sogar dreimal pro Strauch. Nein, danke. Die Frau läuft hinter dem Mann mit dem Apfel her. Mist. Nein, geh weg. Oh, warte. Kaffee. Hätte ich mir jetzt einfach lustig vorgestellt im Real Life. Kommt die Mutti rein, sieht das Kind, trinkt Kaffee um 10:10. Sag mal, bist du des Wahnsinns? So kannst du doch gar nicht schlafen diese Nacht. Dann aber auch genau. Da sagst du was, Lucky. Lucky reicht, ne? Ich habe sehr viele mit lilanem oder rotem Namen bei mir, stelle ich gerade wieder so fest.
Gibt wenig andere Farben. Neunauge sticht völlig heraus mit seinem Grün. Das Lustige ist, bei mir kommt es immer darauf an, mit welcher Ansicht. Also erstmal, auf welchem Bildschirm ich das habe. Und dann nochmal, ob ich die Mod-Ansicht habe oder die normale Ansicht. Eher nur Luke. Okay, dann Luke. Macarena. Ich finde das Lied schon so blöd. Aber du singst es. Ja, das ist so schlimm, kann es ja nicht sein. Ich kann auch Last Christmas als Ohrwurm haben und ich hasse das Lied. Oh ja, oh ja. Viel zu viel. Mhm. Wir waren gestern in der Vorstellung beim Phantasialand. Und die ganze Zeit kamen zwar Weihnachtslieder, aber zum Glück kein Last Christmas. Was haben sie ganz zum Schluss gespielt zur Verabschiedung? Last Christmas. Ich habe mich für das Grün entschieden, damit die Farbe nicht jedes Mal eine andere ist. Ja. Marat hat sich für das Rot entschieden. Marat hat immer Rote. Ist immer rot. Und Anthony ist immer blau. Tja. Und Cassie und Nico sind immer lila. Und ich auch. Und Aki ist jetzt orange. Und ich Hallo Aki. Entschuldigen müsste, was? Aki ist orange. Ein Uhr. Ein Uhr 10. Manchmal gebe ich auch komische Geräusche von noch andere Farben. Von mir. Kannst du so bleiben, wie du willst, mein Auge. Ihr müsst mal bei Gelegenheit bei Google nach Dinner for One suchen. Mhm. Dann werden ja euch die Ergebnisse angezeigt. Steht da der 90. Geburtstag oder Dinner for One. Daneben ist so ein Tigerkopf. Da müsst ihr dann mal draufklicken. Das testen wir doch gleich mal. Hä, was? Ach nee, ist mir zu spät. Der Kaffee hat nicht so lange wachgehalten. Genau. Mehr als die Uhrzeit sagen können wir ja auch nicht. Also Dom speziell jetzt in dem Fall. Mhm. Ein Tigerkopf. Ach da. So going to your witcher. Oh, Valley of Plenty. Oh, Valley of Plenty. Oh. Ich hab nicht zugehört, ich mach das jetzt nicht. Weil ich nicht weiß, was. Ist ja nett. Bedeutet das jetzt jeden Tag, Marab? Aktuell? Bis Neujahr? Oder wie lange? Gute Frage. Ich weiß es nicht, aber ist sehr lustig auf jeden Fall. Ja, okay. Und Brief. Oh, da müssen ja nicht so viele arbeiten. Oh, wir haben eine Kirschbombe gekriegt. Toll! Ken schenkt uns, hat er im Geräteschuppen gefunden. Diese Gemeinde ist auch immer komischer. Bomben im Geräteschuppen. Ich hab nur Hydrogel. Lass rein. Keine Ahnung, so Dünger kommen hier unten rein. Genau. Ja, ist im Foto. Ja, sehr schön. Jetzt weiß ich wieder, was ich wollte. Das habe ich die letzten Tage vergessen. Nein, jetzt habe ich schon wieder. Ich wollte zu Robin und die Hütte erweitern lassen, aber die hat ja erst immer nur auf. Und ich wollte gerade gucken, wer Geburtstag hat. Oh ja, wir haben Jolies Geburtstag wirklich vergessen. Ja. Morgen ist der nächste Geburtstag, den wir vergessen können. Abigail. Das ist ja gut. Dann ist ja gut. Ich hatte schon Befürchtungen, dass wir mal einen Geburtstag nicht vergessen. Na gut, ich habe einige Geburtstage, die ich ruhig vergessen kann. Ich habe bei den meisten schon 10 Herzen. Ich nicht. Oh.
Stimmt doch. Was? Nimm doch. Nimm doch. Was? Guten doch. Ach, guten doch, sagst du. Ja. Guten doch. Käse geschenkt. Yay. Hast du endlich ein Käserad bekommen? Nein, ich habe Kekse bekommen. Ach so. Ja, endlich jemand, der freiwillig meine Müllkekse annimmt. Mhm. Ach, Kekse, ich habe Käse verstanden. Nein, Kekse. Ich hatte auch Käse verstanden. Ich habe mich gerade so für dich gefreut und dann. So, wie erweitere ich jetzt dieses. Erhöht ist das ja nicht. Gewächshaut. Nee, wie heißt das Ding? Puppen? Ja. Genau. Wie erweitert man den? Ich hab sogar schon. Bist du Robin und. Also, ich baue den einfach nur und. Indem ich den nochmal baue. Verbessern. Ja. Ich habe hier nur Gebäude streichen. Hm? Und das andere ist bauen. Hast du nicht ausgewählt, Gebäude verbessern? Ich bin gerade auch etwas unsicher. Auf Gebäude errichten. Und dann habe ich nur Hütte aufwerten. Und dann laden. Ja, das ist ja. Ja. Hütte aufwerten. Hütte aufwerten. Ja, aber Hütte ist ja nur die Hütte. Ah, das ist ja deine Hütte, ja, okay. Ich komme auch mal, ich bin ein bisschen verwirrt gerade. Vielleicht kann das nur der Leader, also der Gruppenführer quasi. Ich bin der Gruppenführer. Ich bin der Führer, nee, das möchte ich gar nicht. So, renoviere das Haus, Hofgebäude errichten. Gebäude bewegen, Gebäude zerstören. Boah, ist hier viel. Trüffel. Trüffel. Ganz viele Trüffel erschnüffeln. Die sind ja noch nicht beide weiter, ne? Die sind ja nur. Naja, die unteren beiden sind noch normal. Sind noch nicht groß. Das war gut. Sehr realistisch. Minecraft. Also ich bräuchte jetzt 550 Holz und 300 Stein. Aber 350 Holz? 550 Holz und 300 Stein. 300 Stein, 550 Holz. Und dann kann ich einen großen Schuppen errichten. Welchen soll ich denn zuerst vergrößern? Diamantschuppen oder die Marmeladen? Wir haben nicht genug Steine. Ja, dann hat sich das erledigt. Wir haben echt nicht genug Steine. Ja, die haben wir verarbeitet zu Treppen, glaube ich, ne? Und die haben wir dann auch noch verbraucht. Also wir brauchen jetzt dringend. Dann werde ich. Moment, ich nehme ein paar Bomben mit. Steine. Geht das schneller mit Steine farmen? Und das so viele. So, ich guck mir jetzt noch mal diese Höhle an. Welche? Wo die Hexe gehaust hat. Oh. Dunkler Schrein der Erinnerung. Die Statue schaut dich. Durch dich hindurch. Erstmal verkaufe ich das Schwert. Dunkler Schrein der Albträume. Das altmodische Siegel des Schutzes wird aufgehoben, sodass Monster bei Nacht auf deinen Hof kommen können. Ein komisches Brötchen als Opfergabe da. Nein. Ich weiß noch, wie ich immer Kosmisches gelesen habe. Ich habe eine ganze Zeit lang gedacht, das ist kosmisch. Kosmisch? Ja. Das kostet mich eine Menge. Das kosmische Brötchen. Also, dass es aus dem Kosmos kommt. Ah, okay. Es sieht ja auch so ihm jetzt die Tinte bringen? Aus. Ich gehe mal Tinte weg. Also, Teleportplatz in dem Haus.
In dem Haus ist ein Teleportplatz. Ja. Womit du direkt zum Zauberer. Beziehungsweise in seinen Keller kommst. Das hier. Ja. Hat jetzt nicht so viel gebracht. Ah. Ich sollte die. Du hast meine Tinte gefunden. Exzellent. Hast du zufälligerweise meine Ex-Frau gesehen? Nein? Nun, was mal mit ihrem Haus? Denkst du, sie lebt alleine? Oder. Weißt du was? Sag es mir nicht. Ich will es nicht wissen. Ach, Nico. Ja. Jedenfalls wunderst du dich sicher, was deine Belohnung ist. Hier. Ein Stein. Einen Stein, der deinen Namen trägt. Buch am Himmelszelt. Es ist ein Buch der Beschwörung. Das arkane Potenzial ist immens, aber ich mache es dir leicht. Indem du dieses Buch benutzt, kannst du magische Gebäude direkt auf deiner Farm beschwören. Ich denke, du wirst es nützlich finden. Oh, und ich habe fast vergessen zu sagen, danke. Ein freundlicher Händedruck, das kriegst du halt nicht. Feuchten Händedruck. Ja. Aber jetzt ist mein Pferd immer noch da. Kann ich mich zu einer Mann? Naja, egal. Boah, die knallen hier immer, die Doofköpfe. Immer noch. Ja, ja. Werden die weitermachen bis Silvester. So. Hä, warum? Weil sie, weiß ich nicht, merkwürdig sind. Die haben ja ganz barre sind, ja. Genau. Hä, warum? Wieso? Hä? Wir haben halt nicht mehr alle Zäune an der Latte. Ja. Also, genau. Also, was hier bei uns vorkommt, dass ein paar Jugendliche mit dem Feuerwerkskörper sich die Gegend knallen, mal mittags oder vormittags oder nachmittags. So. Also eigentlich, wie immer, das gab's mal, aber was ja, in den Städten, da geht's ein bisschen radikaler zu als bei euch da auf dem Land. Ja, ja, das merkt man auch. Wenn die nach Stuttgart kommen, dann ist es immer so. Auf dem Dorf eine brennende Tonne, die löscht man, in der Stadt stellt sich mit drum rum. Genau. Schon. Ja. So ist das. Ja. Ein Danke. Jetzt geht das schon wieder los. Ich find's immer nicht. Da ist sie geflüchtet vor mir. Na sowas. Wo bist denn du jetzt hin? Ich bin im Weinschuppen und Achso, du bist im Weinen. Achso. Du kostest den Wein. Ich küsse den Wein. Du weinst beim Kosten. Ja, weil das so gut ist. La 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 la. Katzi. Pennt. Katzi pennt. Achso, jetzt habe ich ja dieses Buch bekommen. Damit kann ich Sachen kaufen, hat er gesagt. Wie mache ich denn das? Clubkarte hier. Nee. Man geht dann im Dingstarbus da. Bei ihm im Leuchtturm. Dann, nee, machen wir das morgen. Also ich mach das morgen, weil jetzt ist kein Pferd da, dass ich mal schnell rüberreiten könnte. Luli, 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 Luli.
Nico hat ein Dartspiel mit 8 Würfeln gewonnen. Ein Dartspiel? Ja, in der Piratenhöhle. 8 Würfel. Oh, ich muss ganz kurz ja, bring mir was mit. Ja, nein, Wäsche aus der Waschmaschine. Achso. Okay. Wer wäscht denn heutzutage noch Wäsche? Hä? In seine Waschmaschine. Ja. Ich schmeiß einfach weg und guck dich mal an. Was? Ey, ich hoffe nicht, dass es wirklich Leute gibt, die sowas machen. Michael Jackson soll es getan haben. Ich hoffe, das ist nur ein Gerücht. Ich habe keine Ahnung. Also Elisa hat es wohl auch nicht verschenkt oder so, sondern er sah das eben als kontaminiert und ja. Okay. Na gut, dann ist es aber mehr ein zwanghafter Tick. Ja. Ja. Alles klar, nur ein Auge. Viel Spaß. Viel Spaß, nur ein Auge. Also ich kann mir vorstellen, der hat ja auch seine Nase weggeworfen und sich eine neu geholt, Zwinker. Weggeworfen ist hübsch, ja. So, wir haben 0 Uhr 10. Ja, super. Und jetzt bin ich in der Höhle, wo viele Steine sind. Du hast ja noch ein bisschen Zeit. Nico hat wieder ein Dartspiel mit 8 Würfeln gewonnen. Ganz ohne Würfel. Gut. So, die Leder. Ah, bitte, ich muss hier sowieso weg. Wuff. So. 21. Willkommen zurück, Dom. Okay. Willkommen zurück, Dom. 1.30 Uhr. Ich komme. Oh, was? Wie? Die war ja schon vor 3 Stunden fertig. Du hast doch einen Stab, dann nutzt den einfach, Nico. Ja, du musst halt morgen nur wieder 1000 Blechen. Ach, komm, das juckt uns nicht mehr. 2 Uhr, dann nimmt man Schlaftabletten? Was? Ach, da. Da. Ananaswein hat ja ganz gut was gebracht. Mhm. Ananas, der war sehr lecker, gute Jahre. Ach ja, du hast ja alle durchprobiert. Dein Rezept heute. Stimmt, ich glaube, heute hat Abigail Geburtstag, oder? Warte mal. Ja, heute hat Abigail Geburtstag. Hurra, dann können wir ja vielleicht dran denken. Da blitzt also, es. Da bittest du es. Ich gucke mal Abigail. Amethyst mag die. Ja, aber ich wollte mal gucken, wo Abigail... Wo sie jetzt ist, wenn es regnet. Ja, nein, ich wollte mal gucken, wie viele Herzen ich mit ihr habe. Ach so, nach dem Motto, wenn ich schon 9 Herzen habe, dann brauche ich nicht noch eins. Abigail. Bin ja auch schon beliebt. Das ist doch die mit den lila Haaren, oder? Genau. Mhm. Na, ihr Schnucki-Bärchen. Huch. Ich finde, ach da. Und ich tue die wieder zurück, nicht, dass ich aus Versehen hier rumballer. Explosion. So, Amethyst, Schokoladentorte, würziger Aal, Kürbis und Brombeer. Und goldener Kürbis. Das steht da jetzt nicht und ich werde ihn auch jetzt nicht schenken. Ich denke, ich werde ihr einen Amethyst zukommen lassen. Er hat weder Laktose, noch verwelkt er. Ist aber auch nicht essbar. Das stimmt. Ach, ist Laktose tendenziell so, naja gut, doch, irgendwie schon. Kann man sich ja in der Apotheke holen direkt. Gepackt. Ich bin Amethysten.
So typisch, packst das Geschenk ein, sortierst irgendwelche anderen Sachen ein und um und schon ist er wieder weg. Ja. So geht mir das immer mit den Zutaten für diesen Zauber-Dingsbums da. Kaviar. 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 Feuerquarz, Pierre. Wie bescheuert, wieso kann ich da nicht jetzt? Nein, du bist nicht bescheuert. Nein, jetzt bin ich bescheuert. Danke, danke, vielen Dank. Quarz. Ach, genau, einen Amethysten. Ui, so und nimm dir Quarz mit, dann kannst du die Quest gleich am Brett annehmen. Quarz? Eins oder wie viele braucht man da? Verfeinert er? Der rote, der Feuerquarz. Der Feuerquarz, okay. So viel Diamanten. Du, das muss jetzt einmal noch zum Zauberer. Was hattet ihr gesagt? Was muss ich da machen? Das ist da zum Kaufen, ne? Zum Krams kaufen, dazu muss ich zum Zauberer. Hier ist im Laden. Zauberer. Zauberer. Und Abigail ist im Zimmer. Okay, ich gehe aber erst zum Zauberer. Wenn es hier blitzt, habe ich irgendwie immer das Gefühl, dass es in das Feld einschlägt. Das wäre ganz, ganz... Ich achte auch immer irgendwie so darauf, dass der nicht lila ist, der Blitz. Weil ich denke, oh, dann kommt der doofe Pilz wieder. Der lila Blitz. Ja. So, ach so, da ist dieses Buch. So. Hier. Ein Bäumelein. Erdobelisk. Teleportier dich in die Berge. Könnten wir kaufen. Ja, jetzt ist Abigail sogar im Laden. Und teleportier dich in die Wüste. 10 Drachenzahn und 10 Banane. Bananen haben wir mehr als genug, aber... Aber Drachenzähne ist nicht so einfach, ne? Zähne haben wir ja. Zwei. Erdobelisk, also den Erdobelisk, der uns in die Berge bringt, den kaufe ich mal, ne? Moment, ich hab eine Idee. Was? Dom. Nee, sorry. Es juckte mich gar fürchterlich. Ach so, ich dachte, du mal. Ja, nein, es juckte mich gar fürchterlich. Es tut mir sehr leid. Ja. So, was dagegen, wenn ich. Ja. Du hast es? Aber das ist jetzt nur eins, ne? Jetzt erstmal nur eins. Das führt einen wohin? In die Berge. Aha. Sieht ja lustig aus. Im Frühtau zu Berg. Oh, jetzt sieht man das Pferd gar nicht mehr. Komm zu mir. Jetzt ist das Pferd gar nicht mehr zu sehen. Wenn es im Stall steht. Moment, wo habe ich mir den mitgenommen? Gefunden. Das ist gut. Hallo. Hallo. Ja, bitte. Nee, brauche ich jetzt nicht. Brauche Platz im Inventar. Eine Venusmusche. Jemand hat Geld ausgegeben. Immer schön trinken. Habe ich genau gesehen. Ja, wir brauchen 10 Venusmuscheln und ich habe aktuell. Hallo. 7. Willkommen zurück, mein Auge. Abigail mag Amethyst. Ach, richtig. Danke, dass du. Ja, genau. Abigail mag Amethyst. Genau. Oh. Ach, nö. Ach, Mann. Guter Junge, Dusty. Du bist der einzige Herr, der mich versteht. Niemand sonst hat Dinge gesehen, wie wir sie erlebt haben. Genau. Oh, ich will in die Höhle ohne Essen. Ich bin schlau. Aber zumindest eine Gießkanne. Nikunda, hast du das gerade gehört? Nicht wirklich. Warum? Oh, ich habe mit Dusty geredet. Er und ich haben eigentlich eine ganze Menge gemeinsam. Ja, Farbe.
Ich rede normalerweise nicht wirklich darüber, aber wir sind schon eine ganze Weile gute Freunde und ich vertraue dir. Hast du dich je gewundert, warum ich bei meinen Großeltern wohne? Nö. Mein Vater war kein guter Mensch. Er hat alles für mich und meine Mutter ruiniert. Die Hälfte der Zeit war er weg und in der anderen Hälfte hat er nur gesoffen und mir vorgeworfen, wie wertlos ich sei und dass ich nie etwas werden würde. Ich glaube, er hat mir übel genommen, dass ich jung bin. Verbittert, weil er seine Jugend verschwendet hat und es im Leben zu nichts gebracht hat. Naja, das ist zumindest meine Interpretation. Wer weiß schon, was in seinem Kopf vorging. Eines Tages ist er verschwunden und kurz danach wurde Mutter krank und verstarb. Ich hatte keine Wahl, als bei meinen Großeltern einzuziehen. Mach das, Aki. Weißt du was? Es ist sinnlos, darüber ständig nachzugrübeln. Ich will kein... Danke für die Pizza. Ich will kein Mitleid von irgendjemandem. Du musst die positiven Dinge im Leben genießen. Meine Kindheit war nicht toll, aber sie hat mich stark gemacht, denn ich musste stark sein. Jetzt zeige ich dir mal, was Dusty für ein gegrilltes Steak macht. Sieht aber roh aus und nicht gegrillt. Ha, schau, wie er sabbert. Er mag Steak wohl genauso sehr wie ich. Der Hund. Diese Flamme. Wo ist da ist? So, Epigail, ich komme! Was? Pilze! Oh, okay, was so kann man die wohl nicht. Ja, kannst leider nicht alle einsammeln. Ich gehe leider nicht auf die Bauch. Da wollte ich gar nicht rein, wisst. No, schade. Oh, hi, Kunigunde, ich wollte mir. Was ist das denn für einer? Der bewegt sich. Snack holen. Der Pilz, der sich bewegt. Ist... Warte, für dich ist sicher auch was Neul. Da. Nutzt dich. Oh. Oh nein, was für eine Sauerei. Bäh. Was war das für ein Geräusch? Ja, meine Güte, ist ein Ei runtergefallen. Ein Drachenzahn. Lieber Himmel, was ist passiert? Sag's ihr, Kunigunde. Gummi redet von gegrilltem Steak und Cassie kämpft gegen einen fliegenden Feuerball direkt neben Lava. Gut, das passiert mal. Snack fallen lassen, als er ihn mir geben wollte. Sam hat mir den Snack gegeben und ich habe ihn fallen lassen. Sam hat ihn absichtlich fallen lassen. Er dachte, das wäre lustig. Oh, das wäre voll gelogen und voll fies. Die Wahrheit ist, er hat ihn fallen lassen. Sie hat recht, genau so war es. Danke, dass du mir die Wahrheit gesagt hast, Kunigunde. Das ist kein Problem. Es ist ein Ei. Tut mir leid, Mutter. Ich mach schon sauber. Fertig, abwischen. Ich trockne mich auch immer schnell ab, damit ich gleich wieder in Klamotten schlüpfen kann. Ja, vor allem im Winter. So, ich wollte hier gar nicht rein. Ich wollte einfach... Jetzt ist es 20 Uhr. Ich komme nicht mehr zu Abigail rein, ne? Ja. Toll. Ja, das habe ich mir gedacht. Als du schon gesagt hast, ich gehe erstmal zum Zauberer, habe ich mir gedacht, okay, dann wird sie wieder irgendwas anderes finden und dann wird sie das vergessen. Aber ich wollte und das, ich und wollte wenn sie dran denkt, nein, ist es nein, zu spät. Nein. Das ist nein, so ich typisch. Aber gar nicht zu spät. Ich habe gar nicht zu spät dran gedacht. Ich bin ins falsche Haus gelaufen und da war eine Cutscene. Ja, dann hättest du lieber springen müssen. Oh, eine Garnele. Tja. Selber Garnele. Passiert. Oh nein! Ich hab doch gar nicht euch mit der Garnele gemeint. Ich weiß! Ach, Cassie, was machst du denn? Was ist denn jetzt wieder? Ja, weil ich Drachenzähne. Weil ich Drachenzähne was? Sammeln will. Oh, Billy hat mich gefunden. Geht es dir gut? Ich fand dich angespült an der Küste. Wie geht das bitte, wenn ich in der Höhle war? Dass der mich an der Küste das findet? Ist ja, das kann ich dir leider nicht verklickern. Du bist in der Höhle umgefallen, bewusstlos. Dann kam ein Eisbär um die Ecke und hat sich gedacht, boah. Ein Eisbär, genau, in der Lavahöhle. Du schläfst da ja so schlecht, weil da ist so warm. Gehen wir mal an einen kühleren Ort, dann hat er dich an die Küste gelegt, ist weggelaufen, kam das Wasser und dachte sich, dann muss ich dich auch nochmal und so und dann eins zum anderen und dann passiert. Ja. Muss ich dich auch mal, alles klar.
Umsorgen. Kennt man ja, so sind sie, die Eisbären. Und das war's. Jetzt schon wieder eins. Da rein, okay. Du auch. Warte, warte, hier. Nee. Danke, nee. Also, nein. Wie viele Drachenzähne brauchen wir? Wo sind denn jetzt die ganzen? Ja, hat das jemand aufgeschrieben? Wir haben schon 6. 10 Stück. Im Moment, das sind die nicht. Sind die denn? Ganz rechts. In der ganz rechten Kiste. Zwei Stück haben wir. Ich geh mal ins Bett. Weiß nicht wieso, ich fühle mich hier gerade ein bisschen verfolgt. Da wollte ich gucken. Kann ich gar nicht verstehen. Aber das nehme ich wieder mit. So. So. Unterirdische Bäche. Ja, okay, aber du hast ja gesehen, ich war an einem Strand. Draußen. Ach, ich hab's ja ausgegeben. Ich gehe zum Strand. Ich gehe zum Strand. So, 0:10 wollte ich sagen. Also, ihr seid ja schon alle. Wow. Ja. Mir fällt schon wieder auf, ich hab wieder vergessen. Alles klar, Lucky Luke, dann wünsche ich dir eine gute Nacht, schlaf schön und träum was Süßes. Ja. Und schön, dass du jetzt auch ein Gummibärchen bist. Gute Nacht, Gummibärchen. Nein, gute Nacht, Lucky Luke, schlaf schön. Gutes Nächtle. Mein Auge, was für eine Vorlage. Ja, das ist das Problem, wenn man Türchen direkt wieder zumacht. Weiß man nicht, welche man schon offen hatte. Muss erst mal hingucken, welche Zahl das ist. 21. 20. hatte ich auch noch nicht. Oh. Ein Stern. Alles wartet nur auf mich. Das denn? Irgendwer, der zuletzt durch die Tür gegangen ist, hat sie nicht wieder rangemacht. Das ist ganz schön kalt hier drin. ja, nein, Orgel, hast du recht. Moin. Schade. Dass mir das hier eingefallen ist. Das ist ja niemand. Oh, Königin der Soßen. Forellensuppe, weiß ich bereits. Also, ich weiß bereits, wie man Forellensuppe macht. Oh, Brief. 20 Uhr soll ich bei Abby sein. Der Linus hat uns einen Fisch zukommen lassen, weil der Bergsee so großzügig zu ihm war. Essen. Tag. Ja, noch bestimmt irgendwo essen. Fisch. Nico, wo haben wir Essen? Das ist kein Fisch. War hier ein Fisch? Ach, ich könnte auch ein paar Ananas nehmen. Den A dahin und dann kommen die Apatrien hin. Ziemlich. Ah, da. Still und heimlich. Still und heimlich ziehst du dich um. Wir haben den 14. Ich befürchte, wir müssen die Kürben jetzt einsammeln. Können wir nicht noch stehen lassen. Weil die brauchen auch die volle 14 Tage zum Wachsen. Da habe ich und, auch bloß nicht vergessen, wenn ich wieder weg war. Wasser was liegen lassen. Ich glaube, das ist eine Rippe. Ey, man hört dich nicht. Ja, warum? Weil ich gerade was gegessen habe. Achso.
Das ist sehr rücksichtsvoll von dir, dass du uns nicht vollschmatzen möchtest. Boah, ja. Das ist ja auch egal. Jedenfalls letztens, vor ein paar Tagen, da sah ich eine Frau und einen, ja, Teenager, würde ich schätzen. Mhm. Und sie saßen im Bus, beide ohne Maske und mit offenem Mund Kaugummi kauend. Oh Gott. Und dann dachte ich, ja, Masken haben auch Vorteile. Furchtbar, ich finde das so furchtbar. Und dann hat es bestimmt auch noch ganz schön geschmatzt, ne? Ja, ja, eben. Deswegen fiel mir das beim Schmatzen ein. Kaugummi kauen kann man offenbar nicht mit offenem Mund, ohne zu schmatzen. Also eigentlich sollte man ja, sowieso den Mund zumachen beim Kauen. Auch bei Kaugummi kauen. Mein Vater hat immer gesagt, du, ja, man soll gar nicht Kaugummi kauen. Das sieht aus, als wenn man wieder keut, als wenn man eine Kuh wäre. Und ich denke immer so, ja, sollen sie doch machen, aber bitte mit geschlossenem Mund. Aber selbst mit zum Mund kann man es hören. Ja, meistens schon, das stimmt. Aber wenigstens den Mund zumachen. Ich muss nicht wissen, welcher seiner Zähne als nächstes vom Zahnarzt behandelt werden sollte. Ich habe so ein Gefühl, ja? Ja? Dass ein Baum verschwunden ist. Ein Gefühl, dass ein Baum... Ich habe so ein Gefühl, ich weiß nicht warum, aber ich habe so ein Gefühl. Welcher Baum denn? Da, wo die ganzen Harze und diese Klappanlagen sind. Das ist ein Baum weg. Oh, Tatsache. Warum ist da ein Baum weg? Ich komme nicht drauf. Du weißt, kommst nicht drauf, wie du drauf kommst. Ne. Ich habe keine Ahnung. Wer hat denn da den Baum umgeholzt? Und wo ist denn das... Der Blitz muss da eingeschlagen haben. Ja, wahrscheinlich der Blitz. Jetzt bin ich froh, wo das ganze harte Holz herkam, was da rumlag. Du auch diese Tropfmaschine da zum... Ich trinke gleich erstmal einen Kaffee. Ernten von Saft. Keine Ahnung, das hat er alles dann einfach bei euch irgendwo in die Kiste gepackt. Okay. Püder. Aber ist auf jeden Fall nichts bei mir. Kann ich die Schnecke nicht auch recyceln? Schade. Die Schnecke? Ja, ich hab nee, glaube nicht. Ich vermute eher nicht. Schade. Weiß nicht. Durch Vulkanstein gefiltertes Wasser kann man doch kaufen. Neko. Ja, aber das Wasser kommt gewöhnlich nicht aus aktiven Vulkanen. Ja, nicht aus aktiv, das stimmt. Das wäre nicht möglich. Nicht menschenmöglich. Was war denn das für ein Baum? Ja. Einer aus Holz. Warte, das grünliche hier war... Oh, du bist jetzt auch da. Perfekt. Eichenharz. Dann ist das andere ein Ahorn. Weil Fichte, der Kiefer sieht nochmal anders aus. Mahagoni. Ja, passt. Gut. Man gebe mir die Axt. Ah, hier kann man wieder auffüllen. So. Eine pinke Schleife! Darf ich 10.000 Euro ausgeben? Eine Schleife? Eine Schleife. Eine pinke Schleife. Ja, oh Gott, ist das knuffig. Ja, Neko, komm her. Schon unterwegs. Oh mein Gott, das ist Minimaus. Ich find's süß. Ihr Mord. Ja, dann hat sich doch das Geld schon wieder gelohnt. Hat es.
Ja, super. Ich muss sowieso bald mal raus. Nicht mehr so viel Leben. Ich muss noch mal gleich kurz zum Strand. Wegen der Muschel. Bitte? Kannst doch ein Totem nehmen von dem von der grünen Kiste. Die Strand sind aber gerade dabei. So, dann kannst du ja die Venusmuscheln einsammeln. Nö, nee, ich will die nicht mehr. Essen, genau, ich hab doch Essen mit. Ananas. Was? Du magst Ananas? Nee, keine Ahnung. Es ist irgendwie anders. Solange es nicht auf der Pizza ist, mag ich Ananas ausgesprochen gern. Bei mir ist es eher umgekehrt. Ich esse sie mal gelegentlich auf Pizza. Aber so roh mag ich sie nicht. Also einfach nur so nicht. Aber wenn sie warm ist, dann ist sie schon lieber. Hast du eine gefunden? Oder hast du sogar zwei gefunden? Ja, dann Krabbenrolle ist sie, ja. Ich glaube ja immer wieder, dass ich irgendwie eine übersehen habe hier irgendwo. Eine Möwe. Eine Möwe? Möwe? Möwe. Korall. Es gibt ja noch gelbe Flammen. Oha. Nee, noch nicht. Hab noch über Hälfte Leben. Vielleicht nicht mehr. Die verlangsamen ein. Ja. Nicht so gut. Die gelbe Diebe. Aber hält nur kurz an. Bitti babbitti bum. Immerhin. Bitti babbitti bum. Salakadula mit Chikapula. Bitti babbitti bum. So, zusammen. Und was kommt da raus? Bitti babbitti, bitti babbitti, bitti babbitti Haus. Ich bin gerade voll begeistert. Hm? Was sind die begeistert? Wer von Cassie? Hier bin ich. Dass ich das kann? Ja. Jetzt haben wir 8, jetzt brauchen wir nur noch 2. Gerne gesehen. Ich brauch Köder. Ich brauch Yes, yes. Der hat einen Drachenzahn gedroppt. Ja. Da musst du ihn eingesammelt haben. Ja. Und ich habe eine prismatische Scherbe. Steht ein Pferd auf dem Flur? Warum? Nein, ich habe gesagt, da fehlt ein Pferd auf dem Flur. Ich musste mir ein Ross ausleihen, da ich noch schnell zum Strand. Nico, bist du hier? Sollte. Ach, da! Ah. Mhm. Das ist ja raffi tückisch. Vielleicht haben wir Glück. Ja, und haben noch eine. Noch eine Venusmuschel zu ergattern. Ja, wie gesagt, zwei fehlen uns jetzt noch. Möwen. Möwen? Möfen. Möfen. Hä? Kommt man da nicht hin? Das sind Erze und man kommt da nicht hin. Au. Was soll das denn? Was soll denn? Ja, ich geh mal einen Moment zu Fussel aufs Sofa. Alles klar, viel Spaß. Gut kuscheln. Gut kuscheln mit Fussel. Geheimwege gibt's hier auch nicht, ne? Was denn jetzt? Oha, und was gibt's nicht? Ich bin auf dem Vulkan ganz oben. Oh, cool. Was? Ja. Warte doch. Nichts einsammeln ohne mich. Wie komm ich da jetzt hin?
Ja, da, außenrum, da wo das grau ist, Vorsicht, das ist eine Falle. Ja, und vom Vulkan da aus gibt es ja noch eine Abkürzung nach unten. Cool. An der Bergspitze des Vulkans gibt es, ist ja cool. Noch eine prismatische Scherbe. Was ist prismatische Scherbe? Was ist das denn für ein Ding? Keine Ahnung. Platziere die Waffe oder das Werkzeug in den linken Schacht. Gießkanne? Den Edelstein in den rechten Schacht. Ich kann meine Gießkanne reinlegen. Und dann prismatische Scherbe und was passiert dann? Geht nicht. Brauche ich 20 Schlackenscherben und ich habe nur 15. Hast du noch welche? Ich habe gerade 10 verbraucht mit einem Amethysten. Aber wir müssen so lange wieder nach Hause. Gibt von da aus aber einen direkten Weg nach unten. Ihr müsst mal gucken, da gibt es was. Ich sehe schon. Wenn ihr das nämlich aufmacht, dann müsst ihr nicht jedes Mal den Weg wieder nach oben erkämpfen. Oh, wie cool. Jetzt hier auch Mama geil. Und was macht der? Oh, ich hab nur 4. Walnüsse kann eine Brücke bauen. Wir haben nur 4 Walnüsse. Es fehlt. Ab ins Bett, wir haben nur noch eine Stunde. Es fehlt eine 5. Ich kann euch leider auch keine Nuss bringen. Dom, hast du noch eine Nuss? Sind nur die haben wir alle, diese 4 Stück. Nein. Ach so. Egal. Ich hab sogar 2. Egal. Also ich hätte noch eine Nuss. Also ich, wollte das jetzt nicht so direkt ansprechen. Ich hätte auch einen ganzen Sack voll Nüsse. haben wir auch. Im Schrank haben wir auch einen Sack voll Nüsse. Zum Backen. Erdnüsse, Walnüsse. Ja, zum Backen. Ja. Oder zum Braten. Mandeln braten, genau. Oder sowas. Hatzelnüsse. Wir wollen das Ganze mal mit Hatzelnüssen probieren. Hatzelnüsse haben wir in the kitchen. In the kitchen. In the Navy. Hallo, Herrscher der... Herrscher aller Dämonen. Hallo. Schön, dass du wieder da bist. Wie geht's dir? Mir geht's ganz gut. Ich kann ja nur nicht für alle sprechen, aber ich gehe mal davon aus, dass... Also, mir geht's auf jeden Fall gut. Hallo, Herrscher der Dämonen. Mir geht's auch ganz gut. Ich würde sagen, allen Leuten, denen es nicht gerade schlecht geht, denen geht's gut. Oder Medium. So, hallo Kunigunde, dieses Teil hier hat im Geräteschuppen rumgelegen. Eine Bombe. Morgen ist das Volksfest. Eine Bombe. Genau. Wisst ihr, ich sag ja, wir werden nochmal daran erinnert. Eine Bombe. Bomben. Jetzt haben wir, glaube ich, 5, ne, oder? Das macht gerade den Eindruck. 46 Schlackenscherben haben wir noch. So in die Bombe. Wo finden wir, wo gehören ich denn die Bomben zurück? Da. Das Zeug kann ich jetzt erstmal hier lassen. Oh, ist gedöhnt. Da? Ein Ei. Heidadei. Ein ganzes Ei. Darf ich mal dran? Du Sadabim. In einem Baum ein Kuckuck saß. Ich lasse ich doch gerne ran. Boah, Alter! Warte mal. Ich hab die ganzen Steine jetzt hier gelassen, ne? Nimm aber noch mal ein paar Steine mit. Schlangenscherbe. Ja, komm. Was brauche ich? Schlackenscherbe. Wachse. Oh. Schlackenscherbe. Auberginen eingelegt. Und schwarz. Schlackenscherbe.
mehr Schwanz. Ein gelegter Knoblauch wird auch. Warte mal, 51 bringt mir jetzt auch nichts. Ich nehme 50. Ich habe ja noch keine Ahnung, wofür das gut ist, ne? Ich nehme mal an, dass man das damit was verbessern kann. Oh wait, wie viele Schlacke Scherben bringst du mit? 50. Wie bring ich? Ich hab schon 10 vergessen. Ich sehe Schmetterlinge, bunte Schmetterlinge. Geht bei dir auch schon los. Das sind wirklich Schmetterlinge. Schon klar. Ich muss erstmal gucken, wie viel ich brauche. Ich würde mal meinen Schwert nehmen. Ich will auch, Schmetterlinge sehen sind doch toll. Schmetterlinge mag ich. Das Risiko gehe ich nicht ein, dass es verloren geht. Nehme ich mal die Spitzhacke. Weil keine da sind. Da sind welche. Nee, ich sehe hier keine Schmetterlinge. Jetzt mal eine andere welche. Hä, wieso geht das jetzt nicht mehr? Was geht nicht mehr? Weil du keine Edelsteine einstecken hast. Nee, klar, ich brauch das so eine Dingsscherbe. Och, ich nudel. Hier. Wie heißt sie? Prismatische Scherbe. Kannst du mir 10 von den Dings da lassen? Ich brauch 50. Glaube ich. Wer hat sie alle gefarmt? Noch welche Farben. Ich kein Problem mit. Ich hab auch kein Emblem mit. Du hast kein Emblem mit? Das ist ja nicht so schlimm. Glaube ich. Gehen sie sich alle umziehen. An den Strand. Heumacher, auf die, die ich jetzt auf dem Schwert habe. Kommt das hin? Machst du Mini-Heu? Kommt das hin? Ja, kommt's hin. Prismatische Scherbe. So, Fury, lass da. Da. Nehmen wir mal. Also zu behaupten, die Schweine wären fleißig, ist schon eine Untertreibung, ne? Ja. Finde ich auch. Was? Schweine, faul. Guckst du mal 5 Minuten nicht hin, schon wieder der nächste Trüffel da. Ja, genau. Teilweise Sekunden. Nein, ich wollte doch keine Sonnenblume. Komm, richtig. Nix. Ach. Ich habe eben den Strauß namens Dom angeklickt. Okay. Ja, prismatische Schärfe braucht man. Gehe ich das jetzt mit der Spitzhacke? Mausi. Ja? Da kriegst du eine random Verzauberung drauf. Wie gesagt, ist random. Es gibt 50% Abklingzeit für Spezialzüge, also sowas wie Verteidigen. Ich will das gar nicht wissen, ich will das alles selber rausfinden. Entschuldigung, bitte anbrüllen. Bitte, ich will. Gut, sag mir einfach nur, ob es das bringt oder nicht. Gießkanne? Kann mir da irgendwas nützlich sein? Es bringt dir was für Waffen. Ja, die Spitzhacke ist doch auch eine Waffe. Na gut, dann nehme ich das Galaxieschwert. Oh, das sieht ja cool aus. Okay, was habe ich jetzt? Heumacher. Ja, das ist dieselbe, die ich auch gekriegt habe. Beim Schneiden von Unkraut erhält der Spieler mehr Fasern und auch eine Chance für Heu. Das wäre wohl für die Sense am sinnvollsten. Ja. Beim Schneiden von Unkraut wird 50% Fasern erhalten und 33% Chance auf extra Heu.
Wäre für die Sense vielleicht noch ganz sinnvoll. Mhm. Ich kann dir noch 20 geben, dann kannst du. Hasse? Ich komme mal. Zwei Stück? Ich hab was dabei. Komm mal hier. Aber ich komme jetzt nicht mit einer Torte oder sowas, ne? Kekse. Komm mal hier. Oh, geil, Werkzeug kann auch verbessert werden. Also jetzt doch. Dann ja, nimm. Ja, das war ein Stückchen weiter unten, also. Ja, dann nehme ich die Spitzhacke, wie ich es vorher hatte. Nein! Doch. Nee, das will ich auch nicht. Ja, das will ich haben. Effizient! Ich habe keine Energie. Vielen Dank. Effizient bedeutet, es kostet keine Energie mehr. Gar keine. Oh, das ist cool. Ideal für dich. Ja. Wir brauchen Steine, ne? Ja, ich weiß. Aber wieder habe. Ich komme nach Hause. Nachdem ich meine Klamotten geholt habe. Die muss ich noch mitnehmen. Steine. Das werde ich ja wohl überleben, Steine. Ich könnte mal wieder einen Kaffee vertragen. Geh weg. Heumacher, also wirklich. Heumacher auf dem Schwert, dass man das überhaupt kriegen kann. Hammer, ne? Hammer. Nehme ich halt demnächst mein Schwert, um das Unkraut wegzumachen. So. Kunigunde hat Wasser-Obelix gebaut. Obelix, genau. Obelix? Wasser-Obelix. Ja, ein Wasser-Obelix. Hä? Fächer können wir, glaube ich, hier nicht brauchen, oder? I don't know. Keine Ahnung. Ich lasse mal hier. Ehrlich, wie jedes Mal, wenn ich hier bei meinem Fieberkalender das Knister-Nougat drin habe, fühle ich mich wieder wie ein Kind. Oh, das sieht ja schön aus. Groß. Ja, Mutt, du nach Hause kommst. Ja, ernst jetzt, Tiere. Ernsthaft. Mutt, du auf den Hof kommst. Gut, die Obelix hier. Ja, die kenne ich doch schon. Oh, geht doch mal nach Hause. Okay. Ich kann vom letzten Mal, als ich gestorben bin, die Dinge wiederherstellen. Ananas, Samen oder Golderz. Ja, das kannst du immer eigentlich. So, ihr Tierchen, so. Tiere spielen wieder die Reise nach Jerusalem. So, ich pack mal die Steine in die grüne Kiste hier, bei der... Die Reise von Dingsbumsgedöns. Da kommt das rein. Okay, jetzt haben sie sich aufgelöst. Cassis Schleife, total süß. Schade, dass man sie nicht streicheln kann. Ja. Oh. Ich glaube, wir sind müde. Könnte mich irren, aber ich vermute mal. Wieso habe ich immer noch 10 von diesen Erdkristallen in der Tasche? Ach, warte mal. Für Dinge. Doch, hier, da. Kleiderschrank. So. Kommode. War da nicht eben ein ZZ-Zeichen über einem von uns? Es ist 21.10 Uhr, das ist. ZZ ziemlich zügig. 21.20 Uhr. Die Seite für das aufgeregte Kind. Zuerst erschrecken wir die Schildkröte mit der kleinen Schwester und wenn sie sich zusammenzieht, dann kleben wir die Löcher mit dieser Film zu. Arme Schildkröte. Ja. Boah, in dem anderen Kalender habe ich schon seit dem 14. nicht mehr aufgemacht. Und dann zeigen wir euch, wie wir aus Papis Stereoboxen zwei so dufte Hamsterkäfige basteln. Zwei sind immer noch nicht im Bett.
Wir haben aber 22 Uhr. Hä? Ich sag doch, dass es noch nicht spät ist. Und was merkwürdig ist, dass da trotzdem halt ZZ bei einem stand. Entschuldigt, aber ich bin hier gerade noch am Arbeiten. Ja, ich auch. Zwei noch nicht im Bett. Deswegen war ich ja so verwirrt, weil du ZZ gelesen hast. Da war der auch bei einem von uns, von den dreien, die wir da standen, muss da ZZ gestanden haben. Also da stand es definitiv, ich weiß nur nicht bei wem, und es ist so merkwürdig, weil meine Energie ist komplett voll. Voll. So. Voll. Voll. So, jetzt ist 23 voll, voll. Uhr. Pater, voll. Voll. Was? Danke für dein Follow, Dr. Tyra. Willkommen bei der Mäusebande. Jetzt bist du ein Gummibärchen und eine Maus. Mein Bruder macht irgendwas. Oder? Dr. Tyra, ist der nicht schon bei dir? Nee, ich glaube nicht. Okay. Nee. Naja. Sorry. Ich kenne nicht alle auswendig. Ich kenne nicht alle auswendig. Alle 220 Namen kenne ich nicht auswendig. Das wäre auch ein Wunder. Denkt an das Volksfest. Warte mal. Ach, der hat wieso kam da kein Sound? Wieso kam da kein Ton? Danke für deinen Raid, Dr. Tyra. Wahrscheinlich, weil du keinen eingestellt hast. Das ist bei mir genauso. Hä? Doch, hatte ich. Bei mir kommt da kein Alert. Doch, hatte ich. Ich hab da was eingestellt. Ach, stimmt. Weil ich, glaube ich, erst ab 10 eingestellt habe, deswegen. Ach, ja, vielleicht war schlau, wenn ich auch bei Nied. Aber. Hey. Ja. Also, bei mir ist es so, ab 5 gibt es einen anderen Ton. Aber, alarmiert werde ich jedes Mal. Ja. Oh, jetzt stand da definitiv ZZ. Ja. Ja, ich kuschel mich mal zu euch. Zu dritt. Bin zu dritt im Bett. Und schlafen. Jetzt wird Nico neidisch aufkommen. Lurk ich aber am Lurk dabei. Ich suche noch nie. Ja, das kenne ich. Viel Spaß beim Filme oder Serien schauen, was auch immer. Und ja, danke für deinen Lurk. Wir müssen auch noch eine Serie weiter gucken. Aber nicht jetzt. Nee. Da drum dein Einsatz. Hm? Was? Entschuldigung, ich hab geschlafen. Ich hab gepennt. Vergesst nicht, heute um 9 Uhr ist das Volksfest. Ja, das ändert ja nichts daran, dass die Arbeit getan werden muss. Und heute, Nico, du musst dein Mikro wieder anschalten. Oh, Sandy war, Sandys Geburtstag war gestern. Das tut ja, ich sag ja mal, geht immer bloß gucken, welchen Geburtstag man vergessen hat, ne? Mhm. So nett war. Meistens ist der Fall. Nun ja, so ist es nun mal. Nico, du erneut dich immer noch nicht. Soll ich euch mal was erzählen, was ich jetzt voll cool finde gerade? Was denn? Ich muss morgen nicht um 7 Uhr aufstehen. Um 7 Uhr? Oh Gott. Ich bin für die Arbeit perfekt vorbereitet. Ich habe einen Schutzhelm bekommen. Geil! Nico, was willst du von mir? Liebe. Das war daran jetzt so komisch. Die Aussprache. Und weil ich im Kopf hatte, die Harry Potter Parodie. Ach Gott. Bei mir ist gerade die Aussprache. Ich guck mal, was meine Diamanten machen. Immer noch nicht fertig. Mensch, wie lange brauchen wir? Oh nein, was soll denn das? Was steht im Baron an? Nix. Überhaupt nix.
eigentlich schon Zeug für die Auslage rausgesucht? Was haben wir? Nee. Nee. Nicht noch nicht, aber werde ich jetzt gleich machen. Ich frag auch noch was, hab's aber eigentlich mitbekommen. Ah, ja, aber das sind Fragen, die man stellt, ja, wir haben um Zeit zu gewinnen. Wir haben hier genug drin. Ja. Hier, eine Kiste. Deine Kiste? In der Special-Kiste hier. Genau, in der Special-Kiste. Special-Kiste. Sind Sachen drin für die 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 unterschiedliche Dinge. So. Guten Tag. Guten Tag. Sicher, sicher. Heute haben wir festgestellt, dass viele Menschen bei uns in der Tagesklinik jedenfalls den Erlkönig noch auswendig können. Ah. Aus Schulzeiten. Und ich habe festgestellt, ich habe den nie in der Schule gelernt. Ich habe den freiwillig gelernt. Oh. Mein Vater hat den immer verhohnepiepelt und falsch aufgesagt und irgendwann wollte ich das Richtige wissen. Man kann nicht mich bewegen jetzt. Jetzt. Kann mich nicht bewegen, habe ich gerade gemeckert. Ja. Ich habe noch keine. Ich musste erstmal meine Kraft beweisen. Ja, beweisen. Zeig euch, Kraft. Wie stark eine Maus sein kann. Er trägt beim ersten Mal eine Sternmarke. Haha. Oh ja, das mag ich. Das mit den Schleudern. Ochse. Yeah. Und die Jungs stehen schon Schlange da. Mist, hier kann man ganz gut. Aber wir brauchen eigentlich keine Sterne, ne? Ja, hier. Aber Spaß. Kann nie schaden. Spaß kann nie schaden. Und wohl. Sei denn, es geht nach meinem Vater. Dann ist Spaß eine Verschwendung von Zeit, in der du was lernen oder herstellen könntest. Mann! Festes kann ich nicht in Mülltonnen wühlen. Ja, Mensch. Oh, weia. Nochmal. Also könnte man mit den Leuten reden, ne? Ist meistens gut für Freundschaften. Aber ich lese das jetzt nicht alles vor. Nein, die sind noch nicht fertig. Rede ich nicht, aber nicht noch schlechter. Hallo, Epigeil. Sorry. Was? Nix. Mhm. Alles gut. Die Epigaul. Ich hab gar nicht Gaul gesagt. So ähnlich wie die Nachtigaul. Demetrius, habe ich fast übersehen. Mal wieder die gleiche Anzahl an Sternen. Die dumm. Achso, hier. Mein Lieblingscharakter. Den will ich sofort heiraten. Da will ich gar nicht drüber nachdenken. Also in Game. Sonst müsste ich ihn näher kennenlernen. Tütel. Warte, da ist ja noch schon mal besser als vorhin. Linus. Nee.
Sieht irgendwie nie bei der Lina. Fast nie. Bei der Lina nicht. Du Sauberer. Ha, nice. Mal etwas besser. Bla bla bla. Genau. Jetzt kann man hier nicht weiter, ne, oder? Nee. Na, wir brauchen ja auch keine, also akut keine Venusmuscheln mehr. Oh ja, diesmal war es besser. Die Nachbarin kippt um. Hm? Warum? Keine Ahnung, weil es sich reimt. Was ist denn los? Was ist denn der arme Nachbarin? Die hat zu viel Burger gegessen. Warum denn das? Weil die so lecker waren. Ach so. Ja, selbstgemachte Hamburger sind auch selten. Irgendwer futtert hier in der Gegend. Was? Wer würde denn sowas machen? Ein Tourist, das war eine lange Pistole. Dass man das aber auch wirklich übers ganze Feld hört, ne? Ja, ja, das hatte ich dir auch mal verraten, als du hier standest, Kissy, und gefuttert hast. Jetzt futtern zwei. Käserad. Stimmt, jetzt wo du sagst, fällt mir wieder ein. Ja, richtig, da ist ja eins. Super. Käserad. So, habt ihr denn mit allen gesprochen? Nee, noch nicht ganz. Könntest du es aber trotzdem schon mal machen? Die bessere Frage, war Dom schon mal hier auf dem Fest? Weiß es nicht. Ah, das Leines. Oder meinst du jetzt hier oder generell? Jetzt hast du schon mal auf dem Fest? Nein. Aber dann müsstest du schon mal Marken zusammensammeln, dass du dir im Shop dann den Dings holen kannst, die Sternfallfrucht. Ja, richtig. 2000. Gucken, habe ich wen vergessen? Ja, die Leute, die oben stehen. Oh. Hier auch. Und Handy habe ich? Doch, nee, habe ich. So. Oh, mit Clem hatte ich auch nicht. Geredet. Angeln ist langweilig. Friedhof und also Wahrsagerzelt aufgebaut. Ja, lass mir jetzt mal die Zukunft voraussagen. Ah, in der Tat. Ich sehe dich in einem Zimmer. Na, das ist ja toll. Wie du eine Konversation mit einem Mann führst. Oh! Wie du eine Konserve isst. Ja, genau. Mit Dose. Es ist Kent. Ihr beide scheint enge Freunde zu sein. Oh. Oh, es ist dunkel und ich sehe dich und einer gewissen jungen Frau. Sie scheint sehr hoffnungsvoll und froh darum, mit dir Zeit zu verbringen. Wie lautet der Name der jungen Frau? Ich glaube, er beginnt mit einem E. Emily? Aber Dings will doch was von ihr. Der Kristall hat sich geändert. Ah, du kämpfst. Irgendwas Entsetzliches stürmt aus der Dunkelheit auf dich zu. Aber du scheinst mehr als bereit zu sein, dich ihm zu stellen. Ah, die Kristall... Genau. Ah, die Kristallkugel ist erloschen. Das ist alles, was ich für dich tun kann. Jetzt denk daran, dass die Zukunft nicht in Stein gemeißelt ist. Was auch immer ich dir heute erzählt habe, kann sich stets ändern, wenn du dich anstrengst. Auf Wiedersehen. Okay, pass auf. Evelyn. Evelyn ist bestimmt Evelyn. Emily, Lea, Haley, die haben alle gleich viel Herzchen mit mir. Also von daher... Nur Frauen, soll mir das was sagen?
Genau. Jodi, Vincent, Evelyn und Mani und Demetrius. Da fehlt mir nur noch ein Stern. Ein Herz. So, ich schicke den jetzt los zum Bewerten, ne? Habe ich ja mit dir schon gesprochen? Ja. Ich kann euch empfehlen, Espresso zu holen. Kostet euch ja nichts. Ach so? Dreifachen Espresso kann man mit 400 Punkten holen. Ach so? Mhm. Ich habe erst 34. So. Was ist denn da? Stadio. So. Alles in hervorragender Qualität. Ich spiele mal hier noch ein bisschen. Darf ich gar nicht hier? Ja. Hm. Orange oder grün? Was ist jetzt so passiert? Oh, der schiebt dich weg. Interessant. Was? Wer schiebt mich weg? Der Bürgermeister schiebt Nico weg. Hm. Nein, ich laufe einfach nur. Ach, du läufst dann ein Stück, verloren. Okay. Feuermeister. Na, das gibt aber eine schlechte Bewertung. Wird Martin noch gar nicht fertig? Ach, okay. Ich glaube, der ist eingefroren. Blöd, dass ich mich hier nicht so einfach muten kann. Ja, das finde ich auch manchmal ein bisschen schade. Wieder weg, lass den armen Mann. Wenn ich mir ein Mikro hole, ein eigenes irgendwann mal, dann möchte ich da eine Taste drauf haben, womit ich an- und ausmachen kann. Oh, Nico? Ja? Ja? Tritti, please? Wir wollen heute noch was schaffen. Deine Auslage wurde bewertet. Gehe zurück zu Bürgermeister Lewis für das Ergebnis. Glückwunsch, du hast den ersten Platz mit einer Bewertung von 110.000 Punkten. Nein, 110 erreicht. Dein Preis sind 1.000 Sternenmarken. Gib sie nicht alle auf einmal aus. Und vergiss nicht, deine Auslage einzusammeln. Oh, das machst du ja schon. Und jetzt habe ich 1.000. Aber eigentlich gibt es hier nichts. Ja gut, ja, den dreifachen Espresso. Wie gesagt, kostet uns ja nichts. Nö. Ja. Gibt auch nur einen. So, getrocknete Blumen haben wir schon. Fedora haben wir auch schon. Sammlervogelscheuche haben wir auch schon. Jetzt können wir uns höchstens noch einen grünen Teppich holen. Dann können wir sagen, Mensch, bleib doch auf dem Teppich. Was? Danke, neun Auge. Naja, nur was Kleines. Nico, kommst du? Wieso? Weil wir zurück wollen. Hat Dom denn schon seine Sternfallfrucht? Weiß ich nicht. Der wettet gerade. Kann ich auch noch ein bisschen was essen. Ja, komm, wir gehen. Nee, Sternfallfrucht. Nein. Warum nicht? Weil du dann mehr HP kriegst. Die Zeit nehmen wir uns jetzt. So, dafür haben wir Zeit. Huch, er ist weg. Ja, er ist hier reingemarschiert. Wo ist Dom? Dom ist weg. Dom ist weg. Dom ist weg. Dom ist weg. Ja, bleib mal auf dem Teppich. Bleib ich doch. Mach's ja schon. Ich gehe dann jetzt. Bye, bye. Danke für den schönen gute Nacht. Gute Nacht dir, Marab. Und schlaf schön, träume süß. Schlaf schön. Genau. Hab schöne Träume. Exhibition! Ach, Gott.
Nico hat mich mit meinem eigenen Sound an Leute erschreckt. Okay. Bam, bam, badam, bam, bam. Hm? Ich bin eigentlich mit Lea schon gesprochen. Ja, hab ich. Hm. Wow, das ist der größte Käseleib, den ich je gesehen habe. Sehr beeindruckend. Kann ich den haben, Manni? Ja, der sieht lecker aus. Manni, ich möchte bitte deinen Käse haben. Manni. Können wir haben. Nun, ich habe nicht gewonnen. Ich bin nicht zufrieden, all meine harte Arbeit zu teilen. Achso, sie ist damit zufrieden. Harte Arbeit zu teilen. Ja, dann teil doch deinen Käse mit uns. Wir wollen Käse. Habe ich hier schon? Ich glaube, ja. Alle Jungs, die rauchen wieder heimlich. Neku? Ich glaube, du hast wieder vergessen, dein Mikro anzumachen. Kann das sein? Kann sein, ja. Ist immer noch eine Sprechblase beim Bürgermeister, aber ich kann nicht mehr mit ihm reden. Geht nicht mehr. Ja! Ja! Ich auch nicht. Das ist wahrscheinlich, weil die Jungs noch nicht beide mit ihm geredet haben oder so. Ja, ja. Ach ja. Was bist du? Ich hab mit ihm geredet. Ach so. Hat du dir schon die Belohnung abgeholt beim Bürgermeister, Dom? Mhm. Das reicht nicht? Für dich? Ah, stimmt, da braucht man 2000. 1000, genau. Eieiei. Ja, während der Zeit kann ich einfach mal auf gut Glück. Guten Appetit, Dom. Ich wünschte, ich könnte dir einfach 1000 abgeben. Das ist doch gar nichts. Ich hab noch 1063. Neun Auge sagt guten Appetit. Danke, Neun Auge, ich esse nichts. Diesmal nicht. Grün. Muss mir erst noch grün zu grün? Nein. Ach, ich hatte auf orange getippt. Ups. Also, na dann. 500. Gut. Ist ja schade, dass man nicht jedes Jahr andere Preise kriegen kann. Ja. Nochmal 500. Stärkestufe Gorilla. Genau, so kennt man mich. So kennt und liebt man mich. Ja, jetzt habe ich nur noch 163 für dich, Dom. Aber leider kann man ja keine Sterne abgeben, oder? Nee, kann man nicht. Ich kann durch ihn durchlaufen, das kann ich. Das ist toll. Will ich ja nicht. Ist schon wieder weg. Ja, jedes Mal, wenn er reingeht. Hat sich teleportiert. Ja, in das Zelt. Nicht zum Traumschiff Enterprise? Nee. Kommt zum Traumschiff. Das Traumschiff ist es nicht. Hätte es was gewesen, wenn das Traumschiff gewesen wäre. Florian Silbereisen hopft auf der Brücke der Enterprise rum. Ja. Gottes Willen. Und währenddessen kommt Helene Fischer rein als Crush, als Baby Crusher und singt noch atemlos. Gottes Willen. Sie verwechselt das ein bisschen mit Traumschiff Surprise. Ich verwechsel ganz gerne mal Dinge. Man kann nur maximal 9999 Taler Dingsbumses haben. Nein. Hä? Kann doch gar nicht sein. Die Besatzung will ins Weltall teleportiert werden. Ja, aber sowas von sofort. Jeder. Gebt das Schiff aus, es ist verloren. Ich
verliere ja alles, weil auf einmal ständig grün kommt anstatt orange. Gut, dann sitze ich jetzt auf grün. Häufig auftaucht. Ich dachte, das war orange, was meistens ist. Grün ist häufiger als orange? Ja. Ich dachte, das war andersrum. Aber ich merke gerade selber, es ist grün. Grün ist besser. Yes! Halleluja. Und wie jetzt, du jetzt? Und jetzt alles verzocken. 2010. Nice. Und jetzt wieder alles verzocken. Ja, und was du als Rest übrig hast. Ich habe jetzt noch 7699 auf den Shop leer gekauft. Woran sind deine Gedanken? Welche Gedanken? Eine. Ja, deine Gedanken. Wenn du die isst, kommt sowas wie, deine Gedanken sind voller und das, was du ausgewählt hattest als Favorit. Das stand ja bei mir jetzt nicht. Bei mir stand nur, dass die mir irgendwas Tolles gibt. Das stand dir nichts. War das nicht die Statue im Wald? Also deinem Wald, die Statue, wo du dem das Süßeste geben sollst? Ja, ich habe 9999 Mark. Toll, ich habe 44. Können wir jetzt gehen? Nein. Okay, ich beende denn schon mal den Stream. Ein Burger muss ich mir noch holen. Och ja, nee. Dieser Vielfraßli. Aber wenn ich es könnte, wenn ich so essen, also ohne Konsequenzen essen könnte, oh, würde ich viel essen, ey. Mhm. Jo. Ich glaube, da sagt keiner nein. Ich würde nie wieder aufhören. Das ist blöd, wenn man es dann auch zahlen müsste. Ja, das stimmt schon. So. Sortieren. Den Rest wegpacken. Oh, da ist ja kein Platz mehr. Sonnenblumen kommt eh woanders hin. Dann passt das wieder. Können wir auch hier rein tun. Ne, da ist auch kein Platz mehr. Da kommen die hier rein. Ne, Moment, da wollen die nicht rein. Was hast du denn da, was du noch wegräumen willst? Sonnenblumen. Sonnenblumen? Hier sind doch aber Sonnenblumen drin. Ja, die Kerne. Ach, die Kerne, ja, okay. Ja, habe ich jetzt zu dem die Kerne in die Blumenkiste getan. Okay. Die Samen, die verpflanze ich ja normalerweise gleich wieder. So, ab ins Bett. Ins Bett. Bubu machen. Ab ins Bett, Nico. Ich liege schon im. Ganz sicher? Ich liege schon im Bett. Oh, ja, okay. Dom ist noch unterwegs. Mhm. Noch Sachen verstaut und Stelle geschlossen. Sehr gut. Gut, dass einer dran denkt. Ja. Ja, Dom ist inzwischen so der Tierdomteur inzwischen. Deswegen das Dom. Wegen Domteur. Ziege! Durch den Reifen, na los. Dead Goat hat schon wieder Nachwuchs zur Welt gebracht. Schon wieder. So, Lucky. Den haben wir schon. Lucky. Wie die Kanickel. Wie die Kanickel. Lucky und danach kommt dann Luke. For me, I really like corn. What do you like about corn? It's cold! A big corn with knobs, it has the juice. I can't imagine a more beautiful thing. It's cold! I can tell you all about it. I mean, look at this thing. When I tried it, I don't anything change. Ach, ich hab's vergessen. So, ich hoffe, ihr hattet vorhin nicht irgendwas gesagt. Nein, wir sagen nie was. Ja, und ihr auf Toilette. Toilette, oh Gott! Während ihr am Schlafen wart. Ja. Auf Toilette, was? Ja, während wir auf... Ich hoffe, ihr habt nichts gesagt, während ihr auf Toilette wart. Mann. Schweige. Oh, das ist doch peinlich. Das ist vollkommen in Ordnung. Total peinlich, ja. Wir sind alle peinlich. Ja, ganz besonders ich. Deswegen sind wir auf Twitch.
Ja, damit sich andere über unsere Peinlichkeit. Peinlichkeit bammeln können. Oh, Streuselein und Schweinelein. Ganz wichtig, morgen Marnis Geburtstag vergessen. Ah. Ist schon rausgeschickt. Oh, guten Abend, Clown Peace. Hey, schön, dass du da bist. Ayo. Hallo, Clown Peace. Wie geht's, wie steht's? Meine Miesmopfel. No, mein Auge pattet mich. Dein Auge pattet dich? Neun Auge. Ja, das mit dem, dass dich dein Auge pattet, war irgendwie auch nicht so sinnvoll. Dum, 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 dum. Das ist hier eine Sonnenblume drin. Wo denn? Die mal woanders rein. In der roten Kiste war eine Sonnenblume. Achso. Ich habe gerade festgestellt, okay. Man kann fremde Häuser einfach so dekorieren. Ja. Ich hätte irgendwie mal wieder Lust auf Phasmo. Das Bett kannst du nicht verstellen. Du hast Lust auf Phasmo. Ich wollte sagen, was habe ich da gerade gehört? Nix. Naja, also, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, Dom. Hm? Musst du morgen früh aufstehen? Muss bis zum 15. Januar gar nicht mehr aufstehen. Können ja auch. Ja, bis dahin habe ich jetzt, muss ich nicht arbeiten. Ja, aber bis Freitag... dauert's noch. Mhm. Freitag dauert's noch, ja. Ja. Ach, was ist denn da? Was ist denn also? So, ich wollte Dinge tun. Fasern, ich holen uns ein paar Fasern. Ein paar Fasern, ne? Ja, die auch. In Leminen. Hm. Zu Fasanen gibt es eine lustige Geschichte. Das ist schön, Clown Peace. Mein Opa mal einen Fasan mit dem Trabi angefahren. Oh! Aha. Ja, doch. Ja, gut. Also Abendessen gesichert. Ab in den Kofferraum damit. Fährt weiter nach Hause, kommt zu Hause an, Kofferraum auf, Fasan fliegt weg. Da war er wohl nicht sehr tot. Da war er nicht tot. Na, dann halt bewusstlos gefahren. Ja. Sachen. Ja. Ach Moment, ich bin in den falschen Ebenen. Wobei doch, hier gibt es auch Fasern, stimmt. Ja gut, ne. Kann eigentlich hier bleiben. Hier ist vergessen, schön warm. Den Teppich zu verlegen. Teppich. Der grüne Teppich. Teppich? Schön warm. Teppich. Und nicht schwül. Teppich. 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 Ja, Teppich. 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 Das ist mit den meisten Wörtern so tatsächlich. Guck mal, kann man hier auf die... Okay, legen wir den auf den Teppich. Auf den Teppich. Gott, die Kühlschränke hätte ich auch gehabt. Ja. Sammeln sich halt so an im Laufe der Zeit. Was man da alles rein tun kann an Essen. Vor allem. Ja, ja. Mit Gefrierfach unten dran oder oben drauf. Was man da alles eingefrieren kann. Ja, aber da wirklich, also wenn ich Platz habe, lieber eine Gefriertruhe. Ich krieg da ja Heu draus, nicht nur Gras.
kriegst du wo raus? Aus dem Gras. Das wildgewachsene hier. Dann krieg ich Heu draus. Mhm. Ja, weil du diesen Zauber hast aus auf deinem Schwert. Ich dachte, ich krieg da einfach nur mehr Fasern raus. Nein, ich krieg da Heu. Kannst du mal sehen. Heu kriegst du noch 33% Chance. Aber dann... Okay, da hatte ich bisher aber sehr viel Glück. Dann bisher kam nur Heu raus, meine ich. Außer einmal kam, glaube ich, beides und jetzt kam auch Gras. Das ist vielleicht ungünstig, wenn man eigentlich Grasbündel haben möchte. Und kein Heu. Eigentlich haben wir eine Menge Viecher, sehe ich gerade so. Wir müssen die Weide ändern. Von der einen Seite auf die andere. Okay. Ist mir eigentlich schon mal aufgefallen, dass die meisten Seemänner Bayern sind. Was? Die sagen nicht einfach nur Heu, die sagen Ahoi. Ahoi. Der Flach. Was sie kann sie. Philippa, aus dem Weg da. Nein. Weg. Guck mal hier, ich hab Brot. Guck mal hier, ich hab Brot, komm. Enten soll man nicht mit Brot füttern. Guck, ich hab Brot, guck, komm. Komm. Brot. Dankeschön. Meins. Hast du Brot? Nein. Hast du Brot? Hast du Nägel? Nee. Süß. Süßkartoffel. Ich weiß noch, als ich total im Trend war und jeder Süßkartoffeln gefuttert hat. Mein das ist jetzt immer noch so. In jedem Supermarkt sind jetzt Süßkartoffeln zu finden. Der Hammer, wirklich. Bei meinen Freunden auch, die Freundin oder die von meinen Freunden, die Freundinnen, Süßkartoffeln. Die dann wieder auch, also auch die Freunde dann wieder überall Süßkartoffeln. Zu allem, egal wozu. Zu allem. Ja. Ja. Und ich stehe da so und denke mir so, warum? Ja, das habe ich mich gerade auch gefragt. Warum? Aber so ähnlich wie mit dem Pangasius, da war das doch auch so. Das ist bei denen so toll. Da gab es plötzlich überall Pangasius. Ich meine, Süßkartoffeln sind auch ganz lecker, wenn man mal keine Lust auf normale Kartoffeln hat. Hey. Also. Ich weiß nicht, ich habe die einmal gegessen und es war irgendwie nicht meins. Ist in Ordnung, also es fand es nicht abstoßend, ist aber auch nicht so umwerfend. Ja, genau. Und jetzt bin ich hungrig, ihr seid schuld. Jetzt machen wir auch mal Kartoffeln. Kaufen wir zwei Kartoffeln und dann werden die gekocht. Schön und super und toll. Und dann lecker, lecker. Mampf, Mampf. Baronin hat Hunger, dann macht euch doch was zu essen. Wie wäre es mit. Nein, lasst das. Rahmgeschnitzelten. Ja, auf, lass das! Wäre es mit Hamburgern? Geh weg! Mit Brötchen. Mit Brötchen, ja. Mit Brötchen wäre es auch. Gutes mit Brötchen. Ich war gerade eben schon im Überlegen, ob ich meine Fettbämme schmier. Fettbämme? Was ist denn eine Fettbämme? Das ist mir gerade ein Butterbrot. Nee. Schmalzstulle. Nicht ganz. Ja. Schmalzstulle, ja. Das ist gewesen.
Oh ja, ja. Also Mettbrötchen, Schinkenbrötchen. Geh weg, hör auf damit. Wie die Randfischen schon so schön gesagt, wenn sie Hunger haben. Denn so Arschback, Fett, Bäm, das ist mein Zeich. Meine Tante hat Randfichten gehört. Nee, gibt's hier wirklich nicht, Anthony. Warte, wir machen, ich mach das mal anders. So. Nee, nee, wieso nicht? Wieso? Essen ist doch das. Essen ist doch schön. Man isst. Ja, es schmeckt und währenddessen unterhält man sich mit relativ gescheiten Leuten. Also, außer man. Mal über Essen reden. Lauter. Außer man geht halt mit lauter unterbelichteten Essen, dann sind sie nicht mehr so gescheit, aber ansonsten. Ne? Hm. Ich meine, ich sitze auch 4 Stunden am Rackli, das ist kein Problem. Ich esse und schwätze, das ist doch toll. Aber man sollte den Mund erstmal leer haben, ne, wenn man anfängt wieder zu schwätzen. Ja, natürlich, natürlich. Ja, mitten. Ja, genau. Raus. Oh, ich hab voll Hunger und ihr seid so schuld heute. Was haben wir denn gemacht? Ich hab nur eine Teilschuld. Also wirklich? Ich habe nur Mettbrötchen gesagt. Ja, genau. Ich habe auch nur eine Teilschuld. Also ganz eindeutig ist ja. Irgendwer ja. Ganz eindeutig ist irgendwer anders schuld. Anthony ist schuldfrei komplett. Die Regeln sind immer die Schuld, die gerade nicht anwesend sind. Also das Essen. Genau. Das ist gut. Das gefiel mir jetzt sehr. Aber ich kann euch, ich kann euch sagen, jetzt wo ihr über Essen redet, ich krieg langsam auch wieder Hunger. Sag mal so, ich hab gerade eben eine Packung Salzstangen gegessen, eine halbe. Geh doch weg, hör auf! Ich dachte vielleicht. Perfekt. Oder wie wär's mit Kaffee? Oh. Außerdem ist nur hier. Schon so spät. Wir schon dran bei um 3 Uhr. Wurde gerade von der Bombe angebumst. Angestupst, kann man auch sagen. Angebumst von der Bombe, okay. Angepiekst, keine Ahnung. Wie funktioniert das? Ja, aber Bomben stupsen doch nicht. Bomben bumsen. Explodieren. Nee, extublieren. Extublieren. Extublieren, genau. Extublieren. Die Apatriden, die extublieren. Ganz genau. Was Gummibaronin sagt. Was stöhnst du denn jetzt so? Ich sag's nicht. Dom und das Essen, eine große Liebe. Mhm. Ja, denke ich auch. Das denke ich auch. Wobei, nee, oh, ich sollte wirklich sehr schnell zurück. Ich schaff's heute nicht ins Bett. Wobei, ich kann es ja sagen, ich habe gerade an die selbstgemachten Spätzle gedacht, die ich neulich gemacht habe. Och, Mann, hör auf. Boah, ich würde die so essen. Schon allein, um euch das zurückzuzahlen. Ich würde die einfach so essen, ne? Ich finde Spätzle so lecker, einfach nur mit Salz. Fertig, reicht. Okay, bei mir gibt's. Ich muss morgen kochen. Warte, ich werde heute Nacht mit dem Kissen erfliegen. Geflügelgeschnetzeltes mit Rahmsoße und Spätzle. Oh, lecker. Bei uns gibt's halt Heiligabend Putzbraten. Ganz ist ja, leider kein ganz. Fondue dieses Jahr. Das erste Mal kein Fondue. Fondue gibt's bei uns an Silvester. Bei uns gibt's an Silvester Raclette. Nö, kriegst du mir auch. Ja, wir haben so ein Ding da, aber benutzen wir nicht. Ich bin ja aus allen Wolken gefallen, als die Baronin mitgezählt hatte, dass sie noch nie Raclette gegessen hat. Ich hätte noch nie in meinem Leben Raclette gegessen. Das ist also. Ja. Also. Ja. Das kommt mit auf die kommt Liste, auf die vor. Sachen, die man essen muss. Also, wäre Neko nicht, dann hätte ich wahrscheinlich nie angefangen, Raclette zu essen.
Ja, man braucht immer jemanden, der einen da so ranführt, ne? Das ja. ist so ein bisschen wie bei Drogen. So wie, Eigentlich ist mein Streamer 18. Geiler Vergleich, geiler Vergleich. Das ist doch so. Das Essen mit Drogen gleich ist super, ist super, ist super. Man merkt direkt, wer einen ähnlichen Humor hat. Zwei schweigen, zwei lachen. Ich lach schon. Schon allein über die Lache von. Was muss ich mir merken? Das muss ich jetzt nicht mehr erzählen, wie mein Kumpel sehen. Hey Leute, ich hab was gehört. Was denn? Habt ihr Jungs das Racklen wie Drogen gesehen? Du brauchst jemanden, der dich heranführt. Die Blicke, unbezahlbar. Oh Gott. Das ist Situationskomik, da kannst du schlecht erzählen, glaube ich. Ja, das ist keine Sorge, das kriege ich hin, das kann ich so nacherzählen. Das ist einfach klasse. Das neue Auge, du hast auch noch nie Rakete gegessen. Sag mal, was ist denn bei euch los? Er hatte eben auch keinen Dealer. Mann, Raclette ist doch eine der coolsten Formen zum Essen. Keine Ahnung. Kann ich? Random Fact. Ja. Hm? Wir haben von meinen Eltern so einen Raclette-Grill geschenkt gekriegt und haben den bisher erst einmal genutzt. Oh. Die sind 4 Jahre alt. Ich mir jetzt irgendwann ein WMF-Raclette kauft und es ist so brutal gut, dieses Raclette. Also ich habe so ein Ding irgendwann geschenkt gekriegt. Das ist auch erweiterbar. Ich kann also mehrere dieser Dinge zusammenschieben. Für wie viele Personen? Maximal 2 aktuell. So, ja, dann kann ich das verstehen. So ein 2er-Raclette ist ja auch wild. Der Typ kriegt sich nicht wieder ein. Jetzt, also. Ja. Wenn man aus der Raclette mit Drogen braucht, jemand, der einen ranführt. Also. Ist doch aber so. Moment. Mein Alarm klingelt. So. Wo haben wir denn? Wo haben wir denn? Da haben wir denn. Geräucherte Nusszopf. Was? Geräuchert? Ach nein, Geräusch. Nein, wie geräuchertes Nusszopf und Pilzbrühe. Was ist denn Pilzbrühe? Das ist beides. Nusszopf? Ich kenne beides nicht. Nusszopf kennst du nicht? Nein, noch nie gehört. Der schöne Hefezopf mit Nuss drin. Also mit. Mit so einer Nuss. Ja, mit so einer Nuss. Naja, Füllung. So schlecht schmeckt's bestimmt nicht, aber. Muss ich jetzt nicht haben. Nusszopf war ich mal beinahe, oder hätte ich beinahe gemacht, aber irgendwie hat es dann immer ergeben. Boah, ich liebe Nusszopf. Also gut, wenn es Walnüssen wäre oder Cashewnüssen, so, dann würde ich es gerne essen. Also Pilzbrühe würde ich jetzt auch nicht unbedingt eine Pilze in einer sämigen Soße erwarten. Okay. Okay, Pilzbrühe, okay, ja. Das ist dann mehr, irgendwie weiß ich nicht, Brühe? Ich mache immer ganz leckere Pilzpfanne, so wie sie mein Vater gemacht hat. Das war ganz lecker. Ja. Wo ich nicht der Pilz-Fan bin, aber die dickflüssiger. Ich mache immer eine Pilze in einer sämigen Soße dickflüssiger als Suppe. Oh. Hm. Ja, klingt eigentlich wie Pilzsuppe, ne? Ja. Naja, im Dialekt klingt das mit den Pilzen natürlich anders. Was für ein Dialekt? Also ist, ist schwierig zu schreiben, sowas, denke ich, ne? Ja, ja, weiß ja, welchen Dialekt man spricht, oder? Ja, wie sich das dann anhört. Bayerisch. Ach du Heilige. Okay. Huch.
Pfälzisch, Bayerisch, Eilandzirkel. Das ist interessant. Das ist ja interessant. Das ist ja interessant. So, wie viele von diesen Drachenzähnen habt ihr denn unterdessen? Oh, habe ich voll vergessen. Schrei mich nicht an, ich bin penibel. Wirklich, Neko. Dein Frust musst du jetzt nicht an allen rauslassen. Ich habe gar nicht geschrien, ich habe gegrummelt. Ja, aber sehr laut. So, wir brauchen nice. Ich hab meine Waffe verloren. Geil. Wie jetzt? Geil. Hä? Ich bin gerade in der Höhle verreckt und hab meine Waffe verloren. Hä? Was? Hä? Die ist jetzt komplett weg, oder was? Die muss ich jetzt in der Abenteuergilde abholen. Ach, die kannst du aber kaufen. Okay, gut. Ich dachte jetzt irgendwie, die wäre komplett weg. Dass du die jetzt, keine Ahnung wie, verloren hast. Und nicht wiederbekommen kannst. Selbst wenn wer Latte, die habe ich eh gekauft. Ach, jetzt auf einmal ist es Latte. Macchiato? Ist halt nervig ein bisschen, ne? Fledermäuse, ich habe schon genug mit den Blobs hier zu tun. Was Blobs? Ja, diese Schleimdinger. Die Schleimis. Ja. Nein, nicht Blobs. Manchmal. Ich hab immer Angst, wenn Dom auf mich zugerannt kommt. Wie kann man mit den Schleimen Probleme haben? Ja, habe ich ja nicht. Es waren halt nur voll viele. Deswegen meinte ich habe viel zu tun. Ich habe halt viel zu tun, damit die wegzumachen, weil da so viele waren. Viel zu tun. Ja. Das hat nichts damit zu tun, dass die schwer wären. Das sind sie schon lange nicht mehr. Ja, die machen auch keinen Schaden. Doch, minimal. Stimmt, ich habe ja den Schleimring. Vor allen Dingen die roten. Machen mehr Schaden als die anderen. Ich krieg doch keinen Schaden. Hier unten eigentlich ganz gut gebrauchen. Luli, Luli, Luli. Luli, Lu. Genau. Ich mach Lulu. Was machst du? Mau. Okay. Jetzt ist es zu spät, noch zur Insel zu kommen. Ja. Ein klein wenig. Aber wenn wir den Obelisken erst haben, dann nicht mehr. Dann kann man jederzeit dahin und einen Zauberstab zurück. 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 Guck mal, hier ist ganz viel Platz für Sonnenblumen. Ja, ist ganz viel Platz für Obst. Und für Beeren auch. Immer diese Bäume, die sich völlig natürlich einen im Weg stellen. Schon wieder ein kosmisches Brötchen. Kosmisches Brötchen, ja. Ich habe den Eindruck, du hast die Sachen gar nicht da reingetan, ne? Stimmt nicht. Bären habe ich da reingetan und den Apfel. Okay.
Ja, das, guck mal, hier. Okay, ich kann das essen. Lock hier. Ja, genau, da ist Essen drin. Das kannst du da reinmachen. Da rein, hier, guck, da sind Kegel drin. Garnelen, ja, das ist jetzt eine Frage, da bin ich mir etwas unsicher. Ich schon irgendwann werde ich einfach alles aus purer Notwehr annehmen, nur damit er nichts mehr im Inventar hat. Ich glaub, befürchte nur, das wird nie vorkommen, so viele Truhen, die wir auf dem Hof stehen haben. Ja, vor allem, wenn er sich dann immer wieder das Inventar vollpappt. Ja. Hey, ihr habt 6 Gegenstände, ja. Ja, doch, 6 Gegenstände. Guck mal, das kehrt die Kanäle. Gert die Garnele. Gert die Garnele. Ja. Gert die Garnele. Das ist Gert die Garnele. Hallo Gert die Garnele. Blöd. Was ist denn blöd? Ich geh gute Nacht. So. Mit der Garnele ins Bett. Ja, Gerd, die Garnele möchte halt auch kuschelig haben. Du kannst ins Aquarium setzen, wenn da irgendwo noch Platz wäre. Ja, kannst aber auch froh sein, dass er keine fremde Frau mit ins Bett nimmt. Ist mir egal. Solange er da nicht mit ihr in mein Bett geht. So, Kessilein, wir haben 12:30. Ja, bin auf dem Weg. Miep, miep, miep. Miep, miep. Oh, in 20 Minuten haben wir schon 10 Uhr, ne? Welch ein Ärgernis. Ja. Bedauerlich. Aber so schnell vergeht die Zeit, wenn man Spaß hat. Ja, das stimmt. Ja. Ja. Manchmal schaue ich auf die Uhr und denke mir so. Oh oh. Schon so spät. Achso. Dann denke ich an den unehelichen Sohn von Son Goku. So ein Ärgernis. Was? Hä? Diese Logik erschließt sich mir nicht. Bei Son Goku, die Söhne, die haben alle irgendwas mit Son. Ja. Aha. Ja, ein uneheliches Sohn heißt so ein Ärgernis. Ach so. Okay. Okay. Ein Sohn von ihm heißt Ärgernis. Sohn. Was? Ärgernis. Nee, Sonnenärgernis. Sonnenärgernis. Sonn. Aber ich finde es halt auch wirklich gar nicht witzig irgendwie. Nee, ich auch nicht. Null. Tut mir leid. Herrscht Stille. Bei mir rauscht das Meer. Was ist denn aus? Tiere rausgelassen. Hier ich würde so gerne am Meer wohnen. Das wäre so schön. Das
Wäre cool, ne? Im Meer wohnen würde ich auch gerne. Das ist mir das Land fast egal. Hm. Hallo Minion! Homie! Wie geht's dir? Hi Minion. Schönen guten Abend. Das war ein... Eigentlich schon gesehen, dass Billy jetzt einen Helfer in seinem Haus hat. Ich? Dass wer was hat? Billy hat jetzt einen Helfer. Hinter ich? Esel. Ich? Nö. Oder hast du deine Vogelscheuche hingestellt? Ja. Achso. Vogelscheuche, wie soll die denn helfen? Ihre pure Existenz. Sie erwacht jede Nacht zum Leben und hilft ihm bei irgendwas. Sortiert die Waren neu um. Genau. Irgendwas. Boah, ich muss diesen Blobfisch da rausholen. Wo denn? Aus dem Aquarium. Okay. So hässlich. Das ganze Aquarium kann ich mal zu mir rüberholen. Ist so hässlich. Ja gut, dann kann ich den hier drinnen lassen. Warte. Kannst du ihn gleich mitnehmen. Egal, ist voll mit irgendeinem Kram, ne? Und jetzt mal so eine random Frage. Alles, nur nicht der Blobfisch. Stellt euch vor, ihr steht vor so einem Aquarium. Da drin ist ein Blobfisch und ihr denkt euch, boah, ist der hässlich. Mhm. Und der Blobfisch guckt euch so an und denkt sich, boah, ist der hässlich. Ja. Alles eine Ansichtssache. Hässliche Beutel hauptsächlich mit Wasser gefüllt. Kohlenstoffeinheit. Das sieht ja, glaubt der Plopfisch anders aus. Eigentlich. Hat heute irgendwer Geburtstag? Stimmt. Und gestern mit Sicherheit auch wer anders. Oder wahrscheinlich heute, wahrscheinlich nicht morgen. Ich dachte, wir müssen dran denken, Marlies Geburtstag zu vergessen. Ja. War das gestern oder war das heute? Schon, oder? Also entweder war das schon oder der ist heute. Mannis Geburtstag? Ja, Manni. War gestern. Statt. Mannis Geburtstag. Ah, perfekt. Die Fische bleiben sogar drin. Die bleiben sogar drin. Frage, soll das... Ja, wir haben ein paar Tiere, haben wir. Soll das Aquarium neben dem Bett bleiben? Nein. Was ist? Okay. Was soll bleiben? Das Aquarium neben dem Bett. Eins würde ich gerne da haben. Wenigstens eins. Die Garnele? Aber ohne Blobfisch, bitte. Wir müssen ja erstmal Dingsbumsis machen. Samenze. Wollt ihr die nicht mal das eine oder andere zur Wurst verarbeiten? Machen wir ja schon gelegentlich, aber zur Wurst, also man kann es nur verkaufen. Oh, das wäre noch cool, wenn man hier Wurst draus machen könnte. Das wäre noch cool. Oh, cool. Elliot mag Brombeeren. Oder Blaubeeren? Keine Ahnung. Was sehe ich denn da? Was siehst du denn da? Etwas. So, ich versuche jetzt noch an ein paar Drachenzähne zu kommen. Ein Gegenstand. Warum? Nein. Was denn? Ich hab was für euch. Warum seid ihr? Da, wo du mich zuletzt gesehen hast. Und wo war das? Im Gewächshaus. Also, da habe ich euch gesehen? Ja. Dachte ich. Was soll ich denn damit? Essen. Nein, danke. Oh Gott. Sie? Fangt ihr jetzt an, Schlange zu stehen? Nein, danke. Könntet mal lieber zur Insel kommen und mit Drachenzähne farmen. Genau. Okay. Was ist die Waffe hier? Was nehme ich denn da wieder mit?
bisschen was zu essen. Noch ein bisschen Ananas. Ananas. Ja. Hallo, Penny. Ach, hab dich überholt. Ja, die 2 Zentimeter. 2 Zentimeter können in manchen Situationen sehr vorteilhaft sein. Mist, ich bin zu breit, ich bleib überall hängen. Mist. Was sollen wir dazu sagen? Nix. Na. Du musst einfach ignorieren. Okay. Eine Insel mit 2 Bergen und dem tiefen blauen Meer. Genau. Papagei. Ich weiß nur leider den kompletten Text nicht mehr. Ich habe das zu lange nicht geschaut. Ich habe das früher so gerne geguckt. Von der Augsberger Puppenkiste. Augsburg. Genau, aus Augsburg. Augsburg. Oh, jetzt habe ich gleich. Oh, ja, das ist jetzt natürlich ärgerlich, ne? Das habe ich jetzt vergessen. Ein bisschen beißt sich gerade die Katze in den Schwanz, wie man so schön sagt, ne? Oder die was eben auch ist, sich sonst so in den Schwanz beißt. Aua. Wir brauchen die Zähne. Bei Männern ist das ja besonders schmerzhaft. Zähne, ja. Tagebuchfetzen. Bei Männern ist es schmerzhaft, wenn sich die Katze in den Schwanz beißt. Okay, dann habe ich den Spruch falsch verstanden. Ja, ich glaube auch. Aber bei Menschen und Katzen ist es dann besonders schmerzhaft. Ja, das ja, aber davon gibt es so wenige. Ich bin eine Winterheit. Ja. Wir müssen alle eigentlich auf die Insel, damit wir da dann die Zähne farmen können, damit wir dann hier einen Teleporter, also Dingsbums hinstellen können, damit wir kostengünstiger dahin können. Leute, hier waren Affen in der Lava. Oh, okay. Ein Affe. 2 Affen. Okay. Oh. Boah, da kommt schon die nächste Flamme. Ach nee, das sind 6 Affen. Warum habe ich eine Flamme besiegt, kommt die nächste. Wow. Ich dachte, ich kann mir jetzt den Weg sparen und kann von oben mich nach unten arbeiten, aber nein. Ja, von unten nach oben. Ja, oben ist zu. Diese ganzen Flammen hier, die nerven. Ja. Ich wünsche mir einen Ring, wo die keinen Schaden haben. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich auch lange gebraucht habe, um diese Zähne zusammenzukriegen. Gibt es die dann nicht einfach zum Abbauen oder irgendwie sowas? Ich weiß das gar nicht mehr. Die gibt es, glaube ich, nur von den Fröschen. Nee, die gibt es manchmal auch random in der Höhle, einfach so. Ja, ne, dass die so einfach rumstehen. Das auch. Halt von diesen Drachen in den Lava-Tümpeln. Ich glaube, nach diesem Tag machen wir Schluss. Ja. Ich glaube, da ist was dran. An dieser Aussage. Den Teppich auf den Treppen. Ja, ein grüner, ne? Warum ist das? Keine Ahnung. Irgendjemand, der es kann. Mhm. Das
mal so eine gern genommene, so ein gern genommener Satz von Männern. Man fragt, warum sie irgendwas gemacht haben, zum Beispiel im Stehen gepullert. Ja, weil ich es kann. Und dann denke ich, ja, offensichtlich kannst du es nicht, sonst hättest du nicht daneben gemacht. Kenne ich. Ja, der hat nichts gedroppt. Das kenne ich auch. Und das ist immer furchtbar, wenn die nicht. Also wenn die das nicht schaffen, ohne wild in der Gegend rumzuspritzen. Ich hasse es auch, wenn die Leute nur. Weil ich es kann. Ja. Kriegen die Leute nicht bei hinten auf öffentlichen Toiletten in die Pissoirs richtig reinzublicken. Ja, furchtbar, ne? Hör mit den öffentlichen Toiletten aus. Selbst bei den öffentlichen Frauentoiletten. Ja, furchtbar. Mhm. Die Frauen komplett und so unfähig wären. Ihr setzt euch dazu ja hin. Nicht alle. Nee. Aber selbst wenn nicht, dann macht man halt das, was übergelaufen ist, macht man weg. Ja. Was da am Klodeckel ist. Vor allem, ja, also das lässt man doch nicht einfach da. So. Wenn du Putzleute fragst, dann sagen die generell, die Frauenklos sehen schlimmer aus als die Männerklos. Hm. Und ich glaube das. Hm. Weil ich auch gelegentlich auf Frauenklos gehe. Ja, unser Klimpner im Dorf sagt auch immer das. Wenn er bei denen, wenn er Klo sauber macht, also wenn Verstopfungen Dinger sind, dann ist es bei der weiblichen Bekanntschaft schlimmer. Und was da für Zeug vor allem drin ist. Ja, das verstehe ich auch nicht. Wieso schmeißen die das ins Klo? Wir haben Mitternacht. Tja. Hm. Oh. Kommt die Frage. Zeitgleich teleportiert. Ich glaube, ich habe noch eine VHS-Kassette mit einem Film von der Ausbaupuppenkiste auf dem Dachboden. Ach cool, Minion. Es kann sein, dass wir auch durchaus den ein oder anderen Ausbaupuppenfilm noch auf VHS haben. Allerdings liegt die im Keller. Meine Oma dürfte noch einige VHS-Kassetten mit russischen Märschen haben. Hi! Liegt im Keller und ich weiß nicht, ob sie noch funktionieren. Ich persönlich kann gar kein Russisch. Ich auch nicht, aber die sind ja auch zum Glück auf Deutsch. Kann auch kein Russisch. Ach so! Mit der guten DDR-Synchronisation. Ja? Was lachst du da so? Stell ich mir gerade echt gut vor. Hochdeutsch. Ach so, okay. Ich habe jetzt gerade irgendwie, wenn die Alistair Sexlinge würden oder so. Das wäre lustig. Ja. Ja, aber die ostdeutsche Synchronisation war einfach besser als die westdeutsche. Halte ich durchaus für möglich. Mhm. Gut möglich. So, ihr Lieben. Ja, bitte. Ich bedanke mich bei euch für den schönen Stream. Wir bedanken uns, dass wir wieder dabei sein durften. Jo, kann ich nur still zeigen. Ja, danke, dass wir wieder zusammen spielen konnten. Hat mich sehr gefreut. Ja. Ich freue mich auch mich immer auch. Wieder aufs Neue, auf den Mittwoch. Das war ein Fest. Ja, das wird, wenn man das nur einmal die Woche spielt, dann wird einem das auch nicht zu viel. Ne? Dann freut man sich immer und. Wir kommen ja definitiv voran und das ist alles ganz schön. Genau. Super. Super. Dann, wie gesagt, bedanke ich mich bei euch und dann wünsche ich euch noch eine gute Nacht und schlaft schön und träumt süß. Gute Nacht. Danke gleichfalls. So, vielen Dank. Bis dann. Bis dann. Tschö. So, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, fürs Dabeisein, fürs Treubleiben und stimmt, ich bin nächste Woche, die halbe Woche nicht da, das heißt nächste Woche Mittwoch fällt leider aus. Aber Moment, ich mach mal Musik im Hintergrund. So. Jo, nächste Woche fällt aus. Leider. Dieser Samstag wird auch nicht
gestreamt, weil es Heiligabend und da habe ich anderes vor. Ich hoffe, ihr habt schöne Feiertage. Ich wünsche euch auf jeden Fall schöne Festtage. Ich hoffe, ihr könnt schön feiern und ja, oder euch wenigstens einen gemütlichen Tag zu Hause machen. Jo, also wir sehen uns dann nächste Woche, eventuell am Samstag wieder, aber sicher bin ich mir da noch nicht. Aber ich würde euch auf Discord dann Bescheid geben. Und vielleicht auch auf Insta, wenn ich mal dran denke. ja. Ich denke halt nicht immer an alles. Ja, also nochmal, danke fürs Treubleiben. Danke fürs immer reinschauen, auch wenn ihr nur im Lurk seid. Und ich wünsche euch allen eine gute Nacht und schöne Feiertage. Ich guck gleich mal, ob ich noch Rain raiden kann. Also wäre schön, wenn ihr dran bleibt. So, dann gehen wir erstmal hier.